Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Einen wunderschönen guten Abend, 20 Uhr, 12. April 2019. Herzlich willkommen im interaktiven Redesprachportal von Okitoki. Wir sind wieder live unterwegs, hier heute Abend mit Bruno Gattringer zum Thema Hypnose, großer unbekannter Mythos, geheimnisvoll. Ja, für mich auch ist es manchmal sehr geheimnisvoll, was alles man mit Hypnose anstellen kann, tun kann. Vor allem, wie auch internationale Länder die Hypnose einsetzen. Wo können wir lernen? Was können wir lernen? Und überhaupt, ich freue mich darauf. Wir sind interaktiv hier unterwegs. Diese Sendung heute ist auch aufgezeichnet, die ihr dann im Archiv sehen könnt. Wir haben unter der Rubrik Artikel, haben wir dem Bruno auch einen Artikel gewidmet. Da könnt ihr auch eure Kommentare gerne zuschreiben. Einfach auf Artikel klicken und wenn ihr keine Kommentarfunktion habt, dann wie bei Facebook und wie die alle heißen, oben rechts registrieren, E-Mail-Adresse und euren Wunschnamen und dann seid ihr richtig bei uns schon dabei. So, ja, wie kommen wir denn weiter? Telefon haben wir, genau, unser österreichisches Festnetztelefon ist freigeschalten. Ihr könnt uns hier anrufen, Landesvorwahl 0043 für Österreich und dann heißt es 720 518 19 und die 7. Und dann haben wir den Außenchat geöffnet. Einfach auf Chat klicken. Auch das gleiche wie die Artikelkonto. Und ihr könnt in den Chat einsteigen. Wunschname, E-Mail-Adresse. Mehr brauchen wir nicht. Und dann könnt ihr direkt mitmachen. Habe ich noch was vergessen? Jetzt überlege ich ganz einfach genau. Ja, auf unserem Okitok-Redeserver könnt ihr kommen. Einfach oben auf Okitok klicken, Download-Bereich. Und dann sucht ihr euch für Windows oder Mac oder Smartphones, was ihr habt, iPhone oder Android, einfach eure Client aus, den ladet ihr runter und dann könnt ihr hier auf dem Surfer direkt mitreden. Die Surferdaten, da gibt es ein Bild unter dem Download-Bereich, einfach Surfer hinzufügen und dann seid ihr bei uns mittendrin statt nur dabei, denn wir wollen ja die Lebendigkeit haben. So, Bruno Gattringer, die Homepage von ihm heißt www.dieimpulssetzer.com. Hypnose, großer, unbekannter Mythos, geheimnisvoll. Was ist wirklich Hypnose? So heißt es. Abseits der Showhypnose und der medialen Berichte. Wie wird Hypnose in anderen Ländern, zum Beispiel im Gesundheitssektor, zum Beispiel in Klammern, Zahnarztbesuch, Operation und so weiter, angewendet? Ein ganz spannendes Thema ist das. Und vor allem, was passiert da mit uns, dass wir plötzlich gar nicht mehr so die Schmerzen haben? Aber da gehen wir gleich Richtung Bruno. Der wird uns da sicher was zu sagen können. Welche Möglichkeiten, zum Beispiel rauchfrei zu werden oder wir wollen abnehmen und so weiter, eröffnen sich für dich und dein Leben, um es zu verbessern? Wie werden Hypnose und hypnotische Elemente im Verkauf angewandt? Ja, was ist Politik und vor allem nicht was ist Politik, wie wird Hypnose in der Politik angewandt? Auf einfache Art und Weise, für jeden verständlich erklärt, Bruno Gattringer, Basic Wissen über Hypnose. Erfahre, wie du diese Fähigkeiten in dir einfach lernen und nutzen kannst. Ja, er freut sich riesig über eure Teilnahme und das wollen wir ja auch und eine wunderbare, schöne Zeit werden wir heute sicherlich verbringen. Und jetzt rufe ich ihn mal ganz liebevoll, den Bruno. Er sitzt in der Gegend von Allensteig in Österreich und sag guten Abend zu dir. Schön, dass du da bist. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, lieber Klaus. Hallo, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich freue mich schon riesig auf den heutigen Abend. Und ja, ich sitze hier in Groß-Globnitz bei Zwettl. Das ist in der Nähe von Allensteig. Genau, und somit steigen wir gleich einmal ein in dieses große Thema Hypnose. Und ich lade euch ein, wirklich hier reinzukommen in den Raum, auch in den Chat oder anzurufen und eure Fragen zu stellen. Und ich werde diese Fragen beantworten. Und ganz einfach rein damit. Seid offen dazu, stellt die Fragen, denn es ist ein ganz, ganz spannendes Thema, das Thema Hypnose. Und dazu habe ich einmal eine Frage an dich, Klaus. Was ist denn Hypnose?
Ja, lieber Bruno, weißt du, das Wort ging mir ja heute schon den ganzen Tag durch den Kopf und in meiner Kindheit habe ich das immer verwechselt mit Schlafwandeln. Ne, so, die Leute sind ferngesteuert, Hypnose war für mich als Kind auch so zu definieren. Da ist jemand, der dich irgendwie verführt und du bist nicht mehr bei dir und da passieren andere Dinge. So habe ich das als Kind definiert. Heute weiß ich ja schon, was Hypnose ist. Man kann durch die Hypnose zumindest Schmerzrezeptoren stilllegen und in einer Art Trance, würde ich bald sagen. Aber lieber Bruno, du bist ja heute der Fachmann. Und mal gucken, ob ich da ein bisschen richtig liege. Ja, ich sage jetzt einmal danke für das, was du hier gesagt hast, und zwar dieses Thema Schlafwandeln, genau. Jeder Mensch hat natürlich eine gewisse Vorstellung von Hypnose. Das hat sicher mit den Prägungen zu tun, wie du das erste Mal zu diesem Thema Hypnose den Zugang erhalten hast. Das kann jetzt sein natürlich über Showhypnosen, das kann sein über mediale Berichterstattungen in den diversesten Filmen, Thrillern und so weiter, die es da gibt, wo Menschen dann in einer Art Trance herumtorkeln oder irgendwelche Befehle ausführen, böse Dinge machen. Und so haben sehr viele Menschen den ersten Kontakt über Hypnose erfahren. Mein erster Kontakt waren auch diverse Filme und dann Showhypnosen. Das war schon, oh, das ist schon einige Jahre, Jahrzehnte her, wo ich auch wirklich mich bewusst eingelassen habe auf Showhypnosen und dort auf der Bühne dann Zwiebel gegessen haben, so wie man Äpfel isst, mit Besenstielen getanzt, ja, alles Mögliche zum Gaudium des Publikums. Und damals, meine große Erkenntnis war, als ich es an mir damals selbst erfahren habe, das ist ganz anders, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir damals die Frage gestellt, bin ich jetzt wirklich in Hypnose? Ich bekomme ja da alles mit, was rundherum abläuft. Ich hatte zwar die Augen geschlossen, jedoch habe ich das Lachen gehört der Menschen, ich habe die Musik wahrgenommen, auch diese Einstellungen der Scheinwerfer durch die geschlossenen Augen, das habe ich alles mitbekommen. Und trotzdem hat damals die Zwiebel geschmeckt wie ein Apfel. Das habe ich noch heute so in mir drinnen, so bildlich. Wie kann das funktionieren? Und das ist schon einmal ein ganz großer Aspekt. Denn Hypnose ist ein Bewusstseinszustand. So wie jeder andere Bewusstseinszustand, den du hast in deinem Leben, ist Hypnose auch ein Bewusstseinszustand. Und zwar ein ganz besonderer. Denn du bekommst rundherum alles mit. Es ist sogar das Gegenteil der Fall, dass viele glauben, du bekommst über deine Sinneswahrnehmungen all die Geräusche um dich herum, die es gibt, noch viel intensiver mit. Du nimmst es alles noch viel klarer und feiner wahr. Und das ist ein ganz etwas Tolles, dazu kommen wir noch, was man damit dadurch natürlich auch machen kann, weil man es besser wahrnimmt. Und ja, um zu verstehen auch, was ist Hypnose, was macht es mit dir, dieser Bewusstseinszustand, ist es wichtig, einmal zu verstehen, zu erkennen, okay, wie funktionieren wir Menschen? Wie ticken wir? Wie funktioniert unser Geist? Denn man hört so viel von Bewusstsein und Unterbewusstsein und den Unbewussten und nur wie funktioniert das? Und das ist etwas, was ich euch jetzt einmal so ganz kurz in einfachen Worten hier vermittle. Und ihr könnt jetzt, wenn ihr Lust habt und wollt, euch ganz einfach einen Bleistift nehmen oder einen Kugelschreiber, ein Stück Papier holen und wir können dann gemeinsam eine Skizze zeichnen. Auch das geht über Radio, denn wir sind ja interaktiv und ja, alles ist möglich. Und ich
Ihr könnt mitzeichnen. Ich erkläre euch das, wie ihr das aufzeichnen könnt, auf eine ganz einfache Art und Weise zu verstehen, wie wir Menschen funktionieren, wie unser Geist funktioniert und was da in uns auch abläuft. Und wichtig ist auch für diese Sendung, ich halte das ganz einfach in einfachen Worten und lasse die ganzen Fachausdrücke, drücke all diese ganzen Dinge weg. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass man es versteht. Denn wie oft ist es im Leben, dass Menschen mit Fachausdrücken herumschmeißen sozusagen, und wenn man dann diese Fachausdrücke hinterfragt, man merkt, hoppala, da gibt es nur den Ausdruck und man hat nicht verstanden, was wirklich dahinter steht. Und hier geht es darum für euch, damit ihr erkennt, was dahinter steht. Ja, das heißt für alle, die jetzt mitmachen, wenn ihr schon einen Zettel habt, einen Bleistift habt, dann zeichnet einmal so im oberen Drittel ganz einfach einmal einen Kreis auf dieses Blatt. Wenn man ein A4-Blatt hat, könnt ihr diesen Kreis schon so um die 10 cm Durchmesser, könnt ihr den schon geben. Einen großen Kreis im oberen Drittel. Und ja, dann zeichnet ihr so einen Abstand von 5, 6 oder 8 cm unter diesem großen einen kleineren Kreis, vielleicht so 3 cm Durchmesser. Wenn ihr das Blatt so von euch liegen habt, dann macht ihr vom oberen Kreis unten zum unteren Kreis eine senkrechte Linie. Das verbindet ihr. Jetzt hast du oben einen Kreis, unten einen Kreis und eine Linie, die verbindet. Und jetzt machst du am unteren Kreis ganz einfach dann im Anschluss vier kleine Striche. Und zwar kannst du dir vorstellen, das ist wie ein Strichmännchen. Das große oben ist der Kopf, das kleine unten ist der Körper. Und im kleinen Kreis am Körper machst du vier Striche, zwei Hände und zwei Füße. Das kannst du so, wenn man eine Uhr nimmt, auf 2 Uhr, auf 5 Uhr, auf 7 Uhr und auf 11 Uhr zum Beispiel diese Striche machen. Und somit hast du ein Strichmännchen. Und dieses Strichmännchen ist eine ganz einfache Art und Weise zu erklären, wie wir funktionieren. Das hat ein amerikanischer Psychologe in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts entwickelt und ich finde das so genial und darum verwende ich auch das. Jetzt hast du oben diesen großen Kreis. Dieser große Kreis ist dein Geist. Der stellt deinen Geist dar. Und wenn du nun diesen großen Kreis durch einen waagerechten Strich in der Mitte teilst, dann hast du jetzt einen großen Kreis und in der Mitte einen waagerechten Strich. Und oben schreibst du jetzt ein A hinein und in die untere Hälfte schreibst du ein B. Und das A steht jetzt für dein Bewusstsein. Und unser Bewusstsein kann viele Dinge. Es ist der logische Teil unseres Geistes. Das Bewusstsein ist für unser rationelles und intellektuelles Denken zuständig. Und sämtliche Entscheidungen, die du in deinem Leben bewusst triffst, werden von diesem Teil aus gesteuert, bewertet, abgewogen, analysiert und getroffen. Das heißt, ganz einfach erklärt, im Bewusstsein hast du dein logisches und analytisches Denken, dein rationales Denken, sozusagen deinen freien Willen auch. Dort setzt du dir Ziele. Dort hast du dein ganzes Wissen, das akademische Wissen da drinnen, verbale Kommunikationen, das Bewusstsein im Hier und Jetzt. Und das Bewusstsein hat eine begrenzte Aufnahmefähigkeit. Du kannst jetzt vorstellen, bei dir zu Hause im Raum, wenn du sitzt, und du hast eine Tür oder ein Fenster gegenüber, und wenn diese Tür oder das Fenster aufgeht für eine Sekunde, das Bewusstsein würde da reinschauen, dann würde es sich zwischen 5 und 9 Dinge merken. Je nachdem auch, wie du, das kann man trainieren, für eine Sekunde. Das nimmt auf. So Informationen, die werden auf einmal wahrgenommen. Und
somit das Bewusstsein so auf einfache Art und Weise einmal erklärt. Und mit diesem Bewusstsein triffst du ja deine Entscheidungen, Tag für Tag. Zigtausende Entscheidungen. Und da bewertest du auch diese Entscheidungen in deinem Bewusstsein, im Nachgang. Was richtig, was falsch. Und das ist ein Teil unseres Geistes. Und dann gibt es den anderen Teil. Das ist das Unbewusste, das Unterbewusstsein. Und davon gibt es auch Berge von Literatur. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Bücher da schon geschrieben wurden über dieses große Unbewusste, dieses Unterbewusstsein, wie man sagt. Und das Unterbewusstsein ist diese große Weisheit in dir. Und das Spannende daran ist, dieses Unterbewusstsein ist unbegrenzt aufnahmefähig. Wenn du jetzt wieder zur Tür blickst oder zum Fenster und dir vorstellst, es schaut da rein, dann würde es sich in diesem Moment alles merken, was du im Raum hast. Jedes Buch, die Farbe der Wände, der Vorhänge, der Möbel, alles. Unterbewusstsein speichert alles ab. Und zwar blitzschnell. Und ist unbegrenzt aufnahmefähig. Bruno, darf ich fragen? Ja. Ich stelle mir immer die Frage, wie kann ein Unterbewusstsein diese Intelligenz, diese Fähigkeit haben, alles sofort abzuspeichern? Das klingt schon alleine immer wieder crazy, weil wir ja für uns nur gewisse Dinge uns merken können. Und das ist immer eine Frage, die ich nie beantwortet bekommen habe in Wirklichkeit. Es ist ganz einfach, eine riesige Kraft, eine riesige Energie, riesige Speicherkapazität. Ich erkläre es gleich auf einem Beispiel. Das ist Fakt, das ist so. Und ich stelle mir nicht die Frage, wie macht es das, sondern wie kann ich das nutzen in den Möglichkeiten und Chancen, die es gibt. Denn das Unterbewusstsein macht ja noch viel mehr. Alle unbewussten Handlungen, die du machst, es sichert dein Überleben. Es steuert deinen ganzen Körper. Es schützt dich. Im emotionalen Bereich, auch im Gesundheitsbereich. Es steuert alle Emotionen. Und es speichert alle Erinnerungen. Es sind alle Erinnerungen, die du in deinem Leben hast, darin gespeichert. Und jetzt wird es ganz interessant. Habt ihr Erinnerungen in eurem Leben, die vielleicht aus der Kindheit noch sind, aus der Jugendzeit, die ihr, wenn ihr die Augen nur zumacht, sofort ein Bild dazu habt. Das kann sein, weiß ich nicht, der erste Kuss, vielleicht Erstkommunion, ein wunderbares Geschenk zu Weihnachten einmal. Und wenn du da in dich gehst, so die schönsten Momente in deinem Leben, die du hattest, da kommt etwas und da kommt auch ein Bild dazu. Weil diese Erinnerung, die du hattest, du hast sie bewusst wahrgenommen über deine Sinne und dann ist eine Emotion entstanden. Und in dieser Emotion, je stärker diese Emotion ist, je klarer und je schneller bist du dann sozusagen auf diesem Speicher, wo das im Unterbewusstsein abgespeichert ist. Diese Erinnerungen. Ein gutes Beispiel ist für vielleicht schlechte Erinnerungen, die es gibt, wenn ich jetzt dir Frage war, Klaus, ich stelle dir eine Frage. Was war am 11. September 2001? Ja, was wohl? 9-11. Ne, das wissen wir, weil das ein prägendes Datum, denke ich, war. Das ist ein prägendes Datum. Was war an dem Datum so besonders? Fernsehbilder, die Emotionen erzeugt haben, Nachrichtensendungen, wo du massiv berieselt wurdest,
mit allen möglichen Informationen, nicht nur an diesem Tag, sondern auch länger, nur die ersten Bilder sind dir sicher total in Erinnerung. Jetzt habe ich eine andere Frage, was war am 3. September 2001? Ja, das ist eine gute Frage. Da hatten wir, glaube ich, bei uns Regen gehabt, ein bisschen Wind, ich weiß es nicht. Und genau das ist es. Unser Körper, unser Unterbewusstsein speichert das alles ab. Und je intensiver du es erlebst, je intensiver die Emotion ist, die du dabei erlebst, das Geräusch ist, vielleicht die körperliche Berührung ist, die du dabei erlebst, desto intensiver wird es in dir verankert. Das heißt, es ist sofort da. Und wir denken immer auch in Bildern. Wobei dieses Wort, wir denken in Bildern, alles umfasst. Denn auch wenn du Farben siehst, ist das ein Bild. Wenn du hell siehst, ist es ein Bild. Und das ist das Spannende an unserem Unterbewusstsein. Das nimmt alles auf. Dein ganzes Leben ist darin gespeichert. Und das ist natürlich etwas ganz Tolles, was man natürlich nutzen kann. Denn dein Unterbewusstsein hat eine ganz große Aufgabe, dich zu jeder Zeit zu beschützen. Und es will immer dein Bestes. Denn im Unterbewusstsein sind deine Wünsche, deine Bedürfnisse, deine Fantasien, deine Wahrnehmungen, alles, was automatische Bewegungen sind, die ganze nonverbale Kommunikation. Und das Unterbewusstsein weiß auch die Lösung für deine Probleme. Das hat die Lösung parat, denn es will dich immer beschützen, es will immer dein Bestes. Und Ziele, die du dir bewusst setzt, wird dein Unterbewusstsein alles daran trachten, damit du diese Ziele erreichst. Das spielt sich im Unterbewusstsein an. Es ist unglaublich weise und machtvoll. Das ist das Tolle daran. Es arbeitet immer. Tag und Nacht. Wenn selbst in einer Operation, wenn du bist, arbeitet ein unbewusster Teil. Der ist immer wach, er will dich immer beschützen. Und das ist diese große Kraft, die man in der Hypnose dann ganz speziell nutzen kann. Denn was wird denn passieren, wenn du jetzt diese Botschaften, die du haben willst, im Positiven, für dich, deinem Unterbewusstsein klar als Auftrag gibst. Und das kann man dann in Hypnose. Und da gibt es dann noch einen Faktor. Und zwar, das ist der Strich in der Mitte, in diesem Kreis, den du gemacht hast, an diesem Strichmännchen. Das ist sozusagen bildlich gesehen der kritische Faktor. Hast du von dem schon gehört, Klaus? Habe ich davon gehört? Ich denke mir, das ist die Grenze zwischen dem Unterbewussten und dem Bewussten, wo wir ja die Problematik haben, dass wir uns nicht wirklich erinnern und nicht wirklich sagen können, ist das jetzt, woher kommt das und überhaupt? Da kommen ja immer die Fragen so auf. So würde ich das vielleicht definieren. Der kritische Faktor ist eher so wie ein, ich bezeichne ihn als Türwächter, ist ein Teil des Bewusstseins. Also das ist sozusagen der Türwächter. Und zwar, wenn du bewusst etwas wahrnimmst über deine Sinne, dann erzeugt das natürlich in dir etwas. Du nimmst es wahr und dann geht es in den unbewussten Teil hinein. Und in diesem kritischen Faktor ist wie ein Wächter an der Tür. Der passt auf, was da hineinkommt in dein Unterbewusstsein, was da gespeichert wird. Das ist ganz, ganz speziell bei Glaubenssätzen, neuen Dingen, die du erfährst. Der gibt Acht,
damit da nichts reinkommt, was dir schaden kann. Das heißt, der bewertet. Das ist sozusagen auch diese Wertestruktur, die dahinter steckt. Und das ist wirklich wie ein Wächter, der an der Tür steht. Und jetzt ist es spannend zu wissen, dieser kritische Faktor, das ist etwas, was sich im Lauf des Lebens beginnt auszubilden. Und wenn du Kinder hast, dann merkst du das. Und zwar daran, an den Fragen von Kindern. Bei Kindern ist dieser kritische Faktor noch nicht wirklich ausgeprägt. Das heißt, wenn du einem kleinen Kind etwas erzählst, das kleine Kind glaubt alles. Kinder, wenn du ihnen etwas erzählst, die nehmen alles für wahr. Denn das Unterbewusstsein nimmt immer alles für wahr an. Das unterscheidet nicht mehr zwischen richtig und falsch. Darum achte, was du kleinen Kindern erzählst. Die nehmen das für wahr. Darum sind auch so viele hinderliche Verhaltensmuster hier angelegt, weil die Kinder das alles für wahrnehmen. So habe ich alles für wahrgenommen und du, Klaus, was die Eltern dir erzählt haben, die Onkels, die Tanten im Kindergarten als Kind, das ist alles wahr in dir verankert. Und dann beginnt dieser kritische Faktor sich auszubilden und dann beginnen Kinder Fragen zu stellen. Das wird dann immer mehr und je nach Entwicklung, vielleicht mit dem 9. Lebensjahr, 10. Lebensjahr, ist das dann auch ausgeprägt, dieser kritische Faktor. Dann sind Kinder schon kritischer und Menschen kritischer, da beginnen die zu hinterfragen. Ist das wirklich wahr? Stimmt das? Und das ist eine ganz, ganz große, wichtige Erkenntnis in meinen Augen. Im Umgang mit Kindern ganz besonders. Sag immer die Wahrheit und erzähl keine Lügen, halt die nicht so zum Narren. Das macht etwas mit den Kindern. Wie oft wurdest du vielleicht in deinem Leben enttäuscht oder dann gemerkt hast, das gibt es nicht. Weil Menschen, die erzählt haben, es ist wahr und es war es nicht wahr. Ich kenne genug Beispiele aus meinem Leben. Und das ist auch Kinder bis 9 Jahren, die leben in den Tag hinein circa. Das ist das Alter circa 9 Jahre. Die leben echt in den Tag. Die tun, wozu sie Lust haben, wozu sie Liebe haben, was ihnen Spaß macht, was ihnen Freude macht. Und wenn sie das machen mit Spaß und Freude, darum lernen Kinder auch so schnell. Das ist der Grund. Wenn sie Spaß machen, Freude daran haben, darauf konzentriert sind, das geht direkt hinein in diese große Macht dieses unterbewussten Teils. Das geht direkt hinein, wird als wahr angenommen. Und das ist etwas, warum sie so schön lernen. Die sind kreativ, die sind ganz anders unterwegs. Ihre Entscheidungen, die treffen sie auf Wünsche. Das ist die Basis, auf die Bedürfnisse. Die wollen sich ganz einfach gut fühlen. Und die handeln genau danach, damit sie dieses gute Gefühl bekommen. Das ist bei Kindern so. Und dann natürlich werden sie immer kritischer. Das Leben prägt sie immer mehr und dann sind wir immer mehr im Kopf. Und so funktionieren wir Menschen. Und du denkst etwas in deinem Bewusstsein. Dann wird einmal geschaut, richtig, falsch. Dann bewerten wir und dann wird okay, lassen wir es rein ins Unbewusste oder nicht. Und eines passiert auf jeden Fall, ob du es reinlässt oder nicht. Aus deinen Gedanken entsteht in dir eine Emotion, das entsteht über das Unterbewusstsein. Aus der Emotion heraus beginnt dein Körper unten, der kleine Kreis, eine Handlung zu setzen. Der beginnt zu reagieren und aus der Handlung entstehen Ergebnisse. So einfach funktionieren wir. Was hat das jetzt alles mit Hypnose zu tun? Was glaubst du, Klaus? Ja, was hat das damit zu tun? Das ist der, wie ich den Zugang habe. Ich denke, du machst, wenn man eine Hypnose macht, ich weiß nicht, geht man da ins Gespräch und fragt ein wenig? Ich weiß es nicht. Ich habe
mich noch nicht unter Hypnose setzen lassen können. Ich weiß nicht warum. Ich habe vielleicht einen schlechten Lehrer gehabt oder einen Menschen vor mir gehabt. Oder ich war einfach mit meinem Bewusstsein einfach, wo ich sage dann, nee, das schafft er eh nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann dir da keine Antwort geben. Okay. Jetzt einmal ganz kurz in einfachen Worten, was in Hypnose passiert. In Hypnose passiert nichts anderes, als dass du dich von demjenigen, der dich in diese Hypnose führt, führen lässt. Es ist wie Tanzen. Du führst jemanden hinein und da passiert etwas Besonderes. Und zwar, dieser kritische Faktor beginnt in den Hintergrund zu treten. Das heißt, dein Zugang, der direkte Zugang zu deinem unbewussten Teil wird offener. Und dann kann man in der Hypnose hier eine neue Wahrheit für dich, die du haben willst, deinem Unterbewusstsein anbieten, damit die Veränderung dann stattfinden kann. Das ist ganz einfach erklärt, was da passiert. Das andere ist daran, okay, wie man das macht. Das ist der andere Fakt. Nur so, das funktioniert so im Prinzip die Hypnose. Du lässt dich bewusst darauf ein, der kritische Faktor geht in den Hintergrund und dann hat man direkt Zugang zum unbewussten Teil. Du hast es auf ganz einfache Art und Weise erklärt. Und jetzt natürlich diese große Frage, die immer kommt. Klaus, du hast also teilweise angeschnitten. Okay, lasse ich mich bewusst darauf ein? Was kann denn passieren in Hypnose? Was glaubst du, Klaus? Was kann in Hypnose passieren? Was in der Hypnose passiert selber? Ja, zumindest kann man möglicherweise, was uns so im Bewussten verborgen ist, auf das Unbewusste wohl anscheinend zugreifen. Was man alles so erlebt hat, das muss ein Riesenpool sein, sage ich jetzt einfach mal, weil wir ja alles wahrnehmen. Ja, was passiert da? Es ist ja die Frage, warum ich in eine Hypnose hereingehe und was möchte ich damit bezwecken jetzt? Kann ich mir psychische Traumen oder so sehr gut vorstellen, unter Hypnose vielleicht möglicherweise zu lösen? Das könnte ich mir vorstellen. Was mit dem Schmerz ist, man sagt ja auch, Hypnose beim Zahnarzt, Schmerzrezeptoren werden ausgeschalten. Das kann ich mir nicht vorstellen, wie das geht. Aber es funktioniert, das weiß ich ja, durch viele Erfahrungsberichte, wo Menschen ja auch beim Arzt, beim Zahnarzt sind, der auch speziell diese Technik einsetzt. Ja, wie gesagt, wirklich weiß ich das nicht. Ich stelle mir das eventuell so vor, aber das mit den Schmerzen zum Beispiel verstehe ich noch nicht. Und was ist da zu sehen? Ein Riesenpool an verschiedenen Bildern möglicherweise oder halt einfach ja, Bereiche aus dem Leben, was wir erlebt haben, die Vergangenheit. Ja, da liegst du schon sehr, sehr richtig. Und ich glaube, noch ganz wichtig ist, dass viele Menschen Angst haben, was passiert jetzt da mit mir, wenn ich mich darauf einlasse. In dieser Hypnose. Und ich vergleiche das gern mit einem Kugelschreiber. Mit einem Kugelschreiber kannst du Texte schreiben, du kannst mit Kugelschreiber jemanden verletzen. Und Hypnose, wie sie angewendet wird, im normalen Gebrauch, ist etwas Wunderbares, wo du dann viele Dinge, die du in deinem Leben vielleicht dich hindern, zum Positiven verändern kannst. Und in Hypnose wird nie etwas passieren, das gegen deine innere Wertestruktur ist. Das, glaube ich, ist ganz wichtig zu erfahren. Denn wenn du dich zum Beispiel jetzt einlässt, Klaus, auf eine Hypnose, spielen wir so ganz einfach durch. Ich setze dich in Hypnose und würde zum Beispiel dir jetzt auftragen,
dass du zum Nachbarn gehst und dem eine runterhaust, wirst du das nie machen. Du wirst vom Tisch aufstehen oder von der Liege aufstehen und ganz einfach gehen, weil es gegen deine Wertestruktur ist. Das wirst du nie machen. In den Filmen, wo es gebracht wird, da passieren solche Dinge. Es passieren solche Dinge auch, wenn man jemand unter Drogen setzt, wenn man jemand Wahnvorstellungen halluziniert, dann ist so etwas möglich. Nur das ist nicht der Normalgebrauch für Hypnose. Was wir machen, wir Menschen, die Hypnose anwenden, ich bin Hypnose-Trainer, das wird zum Positiven angewendet. Du kannst immer mit allem, was du hast, was Positives machen oder etwas Schlimmes machen. Und hier geht es dann darum, das Positive zu machen. Das heißt, als erstes einmal gegen deine Wertestruktur geht sowieso nichts. Keine Chance. Dann, wann geht Hypnose noch? Nicht. Dann funktioniert Hypnose nicht. Wenn du nicht willst. Wenn du nicht willst, geht's nicht. Das ist ganz einfach. Du wirst nie in Hypnose gehen können, wenn du es nicht willst. Da ist meine Frage, wenn man will, aber sich das nicht vorstellen kann, ist man irgendwie gefangen. Also diese Chance habe ich mir ja schon mal gegeben, dass ich das mal habe versucht, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Ich denke, wenn das erst einmal funktioniert hat, glaube ich, dann hat man den Zugang möglicherweise um diesen Schalter, den man vielleicht als Blockade hat. Ich weiß es auch nicht. Ja, ist so mein Eindruck dazu. Danke für diese Frage, war sehr wichtig. Und zwar, bei sehr vielen Menschen ist oft auch die Erwartungshaltung, die man hat, was passiert da. Ich bin auch in Expertenaustauschen drinnen, wo wir uns austauschen und aus Erfahrungen heraus und auch immer wieder oft, es gibt auch in Facebook so Gruppen, so Hypnose-Erfahrungen, wo Menschen oft zu Fragen hineinstellen. Hey, das war ganz anders, wie ich erwartet habe, ich war da gar nicht in Hypnose. Und das sind dann die Fragen, die da hochkommen. Das heißt, hier ist ganz wichtig, das ganz klar mal abzuklären in einem Vorgespräch schon. Gibt es Erwartungen? Dann spielt eine große Rolle, deine Sinneswahrnehmungen zu erkennen, wo deine Stärken sind. Bist du eher der hört, der sieht, der visuellere Typ? Auch das spielt eine Rolle, wo du dich wohlfühlst. Und wenn du dich wohlfühlst und sicher fühlst und dich darauf einlässt, dann kannst du Hypnose ganz, ganz tolle Dinge auch machen und erleben. Der einzige Unterschied, was ist, in diesen Zustand hineinzukommen, wo dieser kritische Faktor so in den Hintergrund tritt, dass das auch maximal wirksam ist. Dieser Zeitraum, der ist bei jedem Menschen etwas anders. Es gibt Menschen, das geht schnipp. Und die sind in tiefster Hypnose. Die sind in diesem tiefsten Bewusstseinszustand da drin. Es gibt Menschen, die brauchen halt länger. Da gibt es ein Beispiel von Milton Erickson, das ist einer der großen Meister der Hypnose. Die Zahl weiß ich jetzt nicht wirklich, ob sie hundertprozentig stimmt. Ich kann nur, wie ich sie erfahren habe. Er hat mit jemand Hypnose gemacht und ich glaube, das war dann irgendwann, das war ein Proband, also auch für, die haben das wissenschaftlich aufbereitet. Das war, glaube ich, eine Frau. Die hat, glaube ich, bei der 200. Hypnose-Sitzung, die hat immer wieder gesagt, ich bin nicht in Hypnose. Und dann hat er ihr seine Uhr vorgehalten und hat sie auf die Uhr konzentrieren lassen. Nach dieser Sitzung hat sie gesagt, ich war jetzt das erste Mal in Hypnose. Da war die Uhr, die Erwartung, ich brauche eine Uhr, damit ich in Hypnose gehe, weil das in ihr irgendwo mal angelegt wurde, war der ausschlaggebende Punkt, um hineinzugehen in diese Hypnose. In diese Tiefe, damit es auch funktioniert, den Zugang zu haben, damit dieser kritische Faktor zurücktritt. Damit du in diesen Zustand kommst. Und
Das ist total spannend. Jeder ist total verschieden. Und das funktioniert bei jedem Menschen, der sagt, ich will. Das ist meine Erfahrung. Wenn du nicht willst, geht gar nichts. Und das finde ich auch das Tolle daran. Diese freie Wille, für dich zu entscheiden, mache ich es nicht. Man kann da mal auch einmal hineinschnuppern und mal schauen, okay, wie fühlt sich das an, wie ist das für mich? Und aus meiner Erfahrung auch ist heraus, dass auch hier jeder für sich das einmal erfahren darf, reinzuspüren, wie das ist. Und beim zweiten Mal geht es dann schon ganz anders und viel tiefer. Wenn ich sage tiefer, meine ich, dass dieser kritische Faktor mehr zurücktritt und in diesen Zustand du hineinkommst. Und wenn du das jetzt so hörst, Klaus, wann machen wir eine Hypnose, wir zwei? Ja, da bin ich echt neugierig, denn mir ging gerade durch den Kopf, auch wenn ich sage, ich bin bereit dafür, ich lasse es zu, sagt der Kopf immer irgendwie noch, er will die Kontrolle dann nicht verlieren. Weißt du, dieses Gefühl, ne, des Loslassens. Ja, aber ich bin gar neugierig. Ja, ich starte gerne und diesen Versuch würde ich gerne machen wollen. Da habe ich nichts dagegen. Du Klaus, weißt du, ich habe jetzt eine Idee. Wir machen das, Klaus, das nehmen wir auf Video auf und dann stellen wir es ins Internet, wenn du willst. Du, habe ich kein Problem mit. Ne? Also, warum sollte man das nicht tun? Es sei denn, ich habe mich da total daneben benommen. Weiß ja auch nicht, was da passiert. Nein, das passiert nicht. Hypnose ist absolut wertvoll, absolut achtsam damit umzugehen, voller Respekt. Das ist ganz wichtig. Hypnose ist so etwas Wertvolles. Das hat maximal viel Achtsamkeit und Respekt und Wertschätzung verdient, weil diese Möglichkeiten so gewaltig sind, die du machen kannst. Das ist es ganz einfach. Dann noch etwas, das ist so eine Frage noch. Kann man in Hypnose stecken bleiben? Das sind auch Menschen, die sich oft fragen, kann man da stecken bleiben, kann ich da hängen bleiben? Das Thema ist ganz einfach. Generell einmal, nein, kannst du nicht. Denn du bist in einem Bewusstseinszustand. Du horchst auf die Stimme, vielleicht gibt es noch Musik im Hintergrund und wenn ich zum Beispiel jetzt in so einer Sitzung mir schlecht werden würde und ich umfallen würde, würdest du das Geräusch hören und erkennen, okay, da ist jetzt etwas passiert, dann stehe ich auf. Du würdest es merken. Das heißt, es ist mir persönlich und auch von all den Menschen, denen ich es gelernt habe. Ich habe in Deutschland eine Ausbildung gemacht und in Österreich ist kein Fall bekannt, dass jemand hier stecken geblieben ist oder drinnen geblieben ist. Du wirst ganz einfach wach. Denn das Spannende daran ist, ich lerne auch Menschen Selbsthypnose, zu dem Thema kommen wir noch. Du kannst deinem Unterbewusstsein klar suggerieren, du gehst selbst in diese Hypnose hinein und dann sagst du, okay, in 10 Minuten wächst du mich auf. Und du kannst sicher sein, dass du plus minus 10% in 10 Minuten dein Unterbewusstsein dich aufweckt. Also hier ist es Hypnose, du bleibst hier in keiner Hypnose hängen. Das passiert nicht. Und zum Thema Kontrolle, Menschen, die gerne kontrollieren, das geht es um das Fallenlassen. Und eines bin ich ganz sicher, wenn du Vertrauen zu dem Menschen hast, der dich da hineinführt, durch diesen Prozess führt, dann kannst du das auch loslassen. Dann entwickelst du dieses Vertrauen, dich wirklich einzulassen, denn in Hypnose geht man nie aus Spaß. In Hypnose geht man immer mit einem Ziel. Das ist ganz, ganz wichtig. Hypnose geht man immer mit einem Ziel. Ohne Ziel keine Hypnose. Würde ich nie machen. Und ich erzähle noch ganz kurz so ein Beispiel und nachher machen wir ein Lied, eine Musik. Okay, Klaus? Gerne, gerne. Denn du bist derjenige, der die Musik auflegt und ich erzähle nur ganz kurz. Und zwar zu mir
sind schon ab und zu Menschen gekommen, die haben gesagt, du, machst du auch Rückführungen? Das geht in Hypnose, das kann man in Hypnose machen. Ich habe das auch in den Ausbildungen gemacht, auch selbst erlebt. Und dann kommt bei mir immer die Frage, warum willst du das? Was ist dein Ziel von so einer Rückführung? Und das Spannende daran ist, bei vielen Menschen ist oft Neugier dahinter. Da könnte ja irgendetwas gewesen sein, was mich jetzt behindert. Irgendwo könnte da was sein. Und von all den Menschen, die mich das angefragt haben, haben wir diese Themen auch bearbeitet und nie in eine Rückführung. Denn die Erfahrung, wenn es sein muss, dann zeigt es sich. Dann kann man es machen. Nur aus Jux und Tollerei solche Dinge zu machen, das empfinde ich als unverantwortlich, weil man damit in Menschen etwas auslöst. Oder Menschen, Bilder kommen, Dinge kommen, wo die dann daran hängen bleiben, im Bewusstsein dann, eine Rückführung musst du auch ordentlich lösen, ordentlich machen. Und das macht man nie zum Spaß. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Meine persönliche Wertestruktur dahinter. Ich denke mir, da erwartet einen sicherlich was ganz Tiefes. Ich meine, die Natur hat ja auch sicherlich diesen Zugang so verwehrt, wie er jetzt normal ist. Und wenn man einen Zugang bekommen kann, dann sollte man das auch gezielt mit Behutsamkeit immer einsetzen, ganz klar. Alles andere ist ja, eine Vergewaltigung des Gehirns, beziehungsweise, ja, wir müssen das ja gar nicht alles wissen. Na, nur aus Neugier, wenn wir das nicht wissen, dass es dieses Instrument gibt, dann wissen wir das nicht. Und nur weil wir jetzt eine Neugier haben und eine Methode gefunden haben, wo man das tun kann, nur aus Neugier passt, finde ich, überhaupt nicht. Gezielt einzusetzen, hast du ja auch gesagt. Ganz genau so ist es, ja. Immer gezielt. Nie aus Neugier, nie aus Jux und Tollerei. Das andere sind die Showhypnosen. Und das funktioniert bei den Menschen. Warum funktioniert das? Das kenne ich aus meiner Erfahrung. Die wollen darauf gehen, auf die Bühne. Die wollen Spaß haben. Die wollen Gaudi haben. Die wollen vielleicht sich etwas beweisen oder der Gruppe, mit der sie unterwegs sind. Und da funktionieren auch diese Dinge ganz einfach und easy. Und das ist Showhypnose. Das ist wieder etwas anderes. Und Showhypnose, wenn das jemand lernen will, ein Wochenende für einen durchschnittlich intelligenten Menschen, das ist in einem Wochenende gelernt. Und ja, Hypnose hat auch etwas mit Intelligenz zu tun. Das erzähle ich euch aber dann nach der Musik. Und Klaus, machst du uns Musik von einem ganz für viele Menschen vielleicht nicht so bekannten, für viele doch bekannten Musiker, Barry Manilow. Horch ganz einfach in die Musik einmal hinein und achtet auf die Schwingung, die hinter dieser Musik steht. Ja, und zurück sind wir hier in der Sendung mit Bruno Gattringer, Hypnose. Großer, unbekannter Mythos. Geheimnisvoll. Ja, ich finde es schon, dass es geheimnisvoll ist. Bruno, sollen wir in der zweiten Stunde jetzt gleich beginnend die Zuhörer einfach mal aufholen zu uns? Oder was sagst du dazu? Ja, sicher. Wenn Fragen sind, herein. Ja, und ihr dürft auch anrufen. Telefon Österreich, Landesvorwahl 0043 720 51 819 und die 7 und der Chat ist auch geöffnet. Ja, ich ziehe einfach mal rauf. Das ist einmal der Germane, dann haben wir den Michael Klapp und die Elfis bei uns und auch bin einfach Micha. Wenn ihr nicht hier oben sein wollt, dann könnt ihr euch auch wieder gerne herunterklicken, aber ihr dürft auch euch einmischen hier. Ja, Bruno, gibt es Mikrofon? Ja, und ich habe vorher erwähnt, betreffend Intelligenz, das ist eine Tatsache, was passiert ist in Deutschland, bei einem sehr bekannten Hypnotiseur, der hat eine Bühnenshow gemacht zur Showhypnose
ist schon doch einige Jahre her, in einer Diskothek. Und dann hat er diese Menschen dort auf den Fußboden geklebt. Das funktioniert. Er legt seinen Fußboden und dann ist etwas Spannendes passiert. Von all den Menschen, die dort waren, sind ihm alle aufgestanden. Es ist kein einziger kleben geblieben. Dann hat er gesagt, okay, so jetzt sinngemäß, Hypnose funktioniert bei hochintelligenten Menschen viel, viel besser. Wer will jetzt aus dem Publikum? Die Hochintelligenten kommen raus. Und dann haben sich wieder welche gemeldet und bei denen hat es alles funktioniert. Und es ist wirklich so. Das ist das, was eine Rolle spielt. Je höher der Quotient ist, desto rascher bist du drinnen. Das ist das Einzige, was ist. Das ist so ein Schwank, was halt passiert ist im Alltag. Und vielleicht können einige von euch sich erinnern. Ich persönlich nicht. Ich habe keinen Fernseher. Es gab in RTL, glaube ich, war das, in irgend so einem Privatsender, eine Show, Hypnose-Lügendetektor. Er hat mich betrogen oder sie hat mich betrogen. Und da wurde auch ein bekannter Hypnotiseur angerufen für diese Sendung und er hatte gesagt, nein, Leute, das funktioniert nicht. Wenn ich jetzt jemanden frage, ob er seinen Partner betrogen hat in Hypnose, das kann nicht funktionieren, das geht nicht, denn dein Unterbewusstsein will ich immer beschützen, der lügt wie gedruckt, nur um die Beziehung zu retten und sich zu schützen, also da kommt nichts raus. Und dann haben die im Sender gesagt, na pass auf, willst du es machen, ja oder nein? Wenn du es nicht machst, macht es jemand anders. Er hat dann diese Sendung gemacht. Und es funktioniert nicht. Dein Unterbewusstsein will dich immer beschützen. Das muss dir ganz klar sein, was da noch dahinter steht. Ja, und Elfi, Germane, klappt, eine Frage, dann her damit. Ja, und der Michael ist auch da. Germane, das ist der Armin und die Elfi hier. Und der Micha, bitte. Seid ihr am Mikrofon? Mal flackern, ja, der Michael Klapp ist da. Noch wer hier in der Runde? Im Moment nicht. Dann sagen wir mal guten Abend, Michael. Grüße dich. Ja, hallo. Schönen Abend an alle, die zuhören. Der Bruno hatte vorhin ein Thema angeschnitten, das mich sehr interessiert, nämlich das Thema mit der Rückführung und verantwortungsvoller Umgang. Wie ist es denn eigentlich mit Traumata? Bekannterweise, wenn man sich ein bisschen damit befasst, soll das über 7 Generationen weitervererbt werden. Jetzt haben wir in Europa 2 Weltkriege hinter uns. Wir haben viele Menschen mit jüdischen Wurzeln, Heimatvertriebene etc. Gibt es mit der Hypnose auch Möglichkeiten, das aufzulösen? Das wäre eine meiner Fragen. Ja, es gibt Möglichkeiten, das zu machen. Das ist in Österreich speziellen Berufsgruppen vorbehalten, dass die das machen dürfen. Es ist möglich, es funktioniert. Das geht mit Hypnose. Meine persönliche Meinung ist, bei vielen braucht es gar keine Hypnose. Das geht vielleicht auch ganz anders. Das ist von Einzelfall zu Einzelfall verschieden. Hier wirklich zu jemandem gehen, der das machen darf. Das sind Psychiater, die es anbieten oder Psychotherapeuten, die das teilweise machen und auch machen dürfen. Das hat mit Ausbildung zu tun. Schweiz sieht rechtlich wieder anders aus und Deutschland auch. Also das ist eine rechtliche Sache. Möglich ist es. Ist deine Frage damit beantwortet? Verzeihung, ich habe den Finger zu weit weg gehabt, weil ich gerade geschrieben habe. Wie du vielleicht bemerkt hast, kriege ich dir kurze Informationen als Textnachricht über meine Fragen. Damit hast du vielleicht die Möglichkeit, auch ein bisschen vorzubereiten. Aber meine nächste, ja, die wäre im Prinzip damit beantwortet, also Psychotherapeuten, die eine Ausbildung haben zum Thema Rückführung. Meine zweite Frage wäre, weil ich da eben persönlich schon Erfahrung gemacht habe, die allerdings nicht gut war. Möglicherweise liegt das aber auch an der Hypnotiseurin in dem Fall. Ich habe versucht, mit dem Rauchen aufzuhören und da eine Hypnose zu machen. Hat einiges an Kleingeld gekostet, war aber nicht erfolgreich. Wie ist deine Erfahrung in dem Bereich? Rauchen ist ein sehr spezielles Thema. Und hier ist das Wichtigste mal klar das Ziel und den Willen herauszubekommen. Warum willst du aufhören? Das ist ganz wichtig, klar mit Ziel. Und es funktioniert über Hypnose.
Hier sind die Erfolgsquoten auch in den Hypnotiseuren total unterschiedlich. Also ich kenne Menschen, die haben das bei Ärzten machen lassen und hat überhaupt nicht funktioniert. Also es hat nichts damit zu tun, welche Ausbildung, was dahinter steht, sondern es kommt auf das Persönliche drauf an. Und natürlich auch, für mich ist es, wie viele Sitzungen man dazu macht. Es gibt spezielle Geschichten auch in Amerika, die machen das in einer Sitzung. Das dauert dann auch einige Stunden, sind spezielle Sachen. Das Wichtigste ist hier die Vorbereitung, das Vorbereitungsgespräch. Klar zu erkennen, will das Gegenüber wirklich oder will er nicht. Das ist immer ganz, ganz wichtig, es auch durchzuziehen und zu machen. Und ich begleite auch für rauchfrei, das mache ich auch. Und hier ist einmal ein Vorgespräch absolut wichtig und notwendig. Und dann gibt es da bei mir sicher 3 Sitzungen, weil es wichtig ist. Und es ist auch, wo stehst du, wie viel hast du geraucht? Das spielt vielleicht gar nicht so die Rolle. Es ist der Wille, ob du es wirklich willst. Ich selbst war Raucher. Ich habe es bei mir ohne Hypnose gelöst. Sogar 2-mal. Ich habe einmal nach, glaube ich, 5 Jahren nicht rauchen wieder begonnen. Ist schon lange her. Jetzt rauche ich 20 Jahre nicht. Und es spielt sehr viel dieses Gegenüber. Eine ganz, ganz große Rolle. Und vor allem dein Ziel, dein Wille es zu wollen. Das ist bei rauchfrei so und das ist auch im Thema Abnehmen so. Das ist ganz, ganz, ganz klar. Und das ist wichtig, je besser diese Vorarbeit ist, desto besser ist das Ergebnis in der Hypnose. Garantie kann niemand geben, denn entscheiden tust schließlich auch im Endeffekt du, ob du die Dinge, die es vielleicht gibt, zu machen, auch machst. Ist deine Frage damit beantwortet? Ja, danke mal fürs erste Ja. Noch einmal zum Thema kurz Rauchen und Abhängigkeit. Könnte das auch bei anderen Drogenabhängigkeiten, sei es jetzt Heroin oder was auch immer, oder Alkohol, ist da die Hypnose auch ein potenzieller Weg, das zu lösen? Ist sicher ein Weg, auch wieder zu den speziell ausgebildeten Menschen zu gehen. Ich weiß, dass es in Österreich wird Hypnose nach meinem Wissen gar nicht so intensiv angewandt. In anderen Ländern wie Schweiz, Deutschland, Amerika wird sie massiv verwendet, auch in solchen Dingen. Das funktioniert. Es ist natürlich auch kein jetzt leichter Weg für das Gegenüber. Da muss schon eine Bereitschaft entstehen, diesen Weg auch zu gehen. Ja, darf ich? Dabei ist wichtig zu beachten, dass man jetzt nicht in einer Akutphase ist, sprich, wenn ein Alkoholiker in vollem Alkoholkonsum noch ist, ist, glaube ich, eine Hypnose so oder so nicht richtig und so ist es auch mit dem Drogenkonsum. Er muss schon im Wachzustand sein und in einem geordneten und möglichst da schon clean Zustand sein. Alles andere, denke ich, wäre nicht richtig, aber Bruno, das ist dein Thema, so würde ich das sehen, aus meiner Erfahrung heraus. Ja, das mag ich nicht. So Dinge mache ich nicht. Das ist nicht mein Gebiet. Das interessiert mich gar nicht. Dazu sind Kliniken, da sind Ärzte dazu da, das zu machen. Suchtverhalten, das ist alles Ärzte. Das, nee, ist nicht mein Thema. Ja, das sage ich als Krankenpfleger. Ich habe ja da die Erfahrung. Und ich denke, ich kann mir kaum vorstellen, wenn man unter Drogen gerade steht, ne, weil man in der Abhängigkeit ist, heißt ja nicht, dass ein Drogi immer nur im 7., 8. Himmel darum schwirrt. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Es gibt ja auch Quartalstrinker zum Beispiel beim Alkoholismus und verschiedene Drogen. Und wenn man in dieser Zeit gerade das auslebt, ist eine Hypnose, denke ich, gar nicht erstmal unbedingt ratsam, würde ich jetzt erstmal sagen. Ja, also wenn ich jetzt mit jemandem mit Hypnose arbeite, zum Beispiel Thema Abnehmen, unterstützen bei Abnehmen oder auch frei, und da merke ich, der hat etwas getrunken, dann würde ich keine Hypnose machen. Sinnlos. Das meine ich eigentlich auch dazu. Da sichere ich mich ganz klar ab. Das ist ganz klar festgelegt. Nee, das geht nicht. Jedoch, wenn man ein spezielles Thema.
Jedoch dann denke ich, weil man ja auch viel, gerade im psychiatrischen Bereich, immer an Therapien versucht zu machen, auch wir haben auch mit Reiki gearbeitet, Akupunktur und so weiter, denke ich, dass eine Hypnose sicherlich hilfreich dabei dienen kann, wenn man da schon im Weg der Reinigung und gereinigt ist, sage ich jetzt einfach mal. Das ist ganz sicher der Fall. Das ist ganz sicher der Fall. Es ist wichtig auch, wie gesagt, in Ländern total verschieden. Ich kann es nur aus den Erfahrungen, die ich und die Informationen, die ich habe. Ich mit suchte Dingen befasse ich mich nicht. Und dass es in manchen Ländern sehr intensiv angewendet wird. Und man muss sich auch anschauen, wo gibt es diese Ausbildungen, diese speziellen dafür. Wo musst du da hinfahren, damit du dieses Wissen bekommst, das zu machen? Das ist auch ein Faktor. Und wie gesagt, Zug ist ganz etwas anderes und das ist hier nicht dieses Thema. Vielleicht eines, damit ihr noch wisst, zum Verständnis. Zum Beispiel rauchfreie Verständnis. Oder gehen wir zum Thema Abnehmen. Für alles, was du eine, für jedes Thema gilt das im Leben. Für alles, was du jetzt eine Veränderung im Leben haben willst. Das heißt, wenn du etwas machst, wenn du rauchst zum Beispiel, hat das ja, erzeugt das in dir ein Glücksgefühl, ein Ruhegefühl, ein Sicherheitsgefühl, Entspannungsgefühl. Irgendwas erzeugt das. Und das Bewusstsein will dieses Gefühl immer, das Unterbewusstsein will dieses Gefühl natürlich halten. Ist ja klar, denn das, es merkt, das ist gut, da fühlst du dich wohl. Das lassen wir. Und wenn du jetzt deinem Unterbewusstsein etwas anbietest, was sich viel, viel besser anfühlt als das Rauchen zum Beispiel oder die Schokolade, dann wird dein Unterbewusstsein dich dahin steuern in seiner großen Weisheit, damit du statt der Schokolade vielleicht zu einem Apfel greifst, statt der Zigarette dreimal tief durchatmest. So funktioniert das dann in der Hypnose, ganz einfach erklärt. Zum Beispiel abnehmen, solche oder zum Thema auch rauchfrei werden. Dann habe ich hier noch eine Frage herinnen im Chat. Wie weiß ich, ob ein Hypnotiseur gut ist? Die Frage ist sehr gut. Danke für diese Frage. Das Wichtigste ist, ein Vorgespräch zu machen und diese Vorgespräche sind in diesem Bereich normalerweise immer kostenfrei. Das ist so. Und da mal zu spüren und Fragen zu stellen, mal schauen, wie lässt sich der auf dich ein. Du spürst das schon. Vertraue hier auf deine Intuition und dann findest du auch denjenigen. Du spürst es. Wenn du auf dein Bauchgefühl hörst, spürst du das. Und das ist vielleicht noch wichtig, es ist nie eine Frage des Preises, sondern immer des Wertes, was dahinter steckt. Es gibt hier auch viele Menschen, ich kann es nur aus, was Menschen mir erzählen, auch sagen oft, zu schauen, okay, was es wirklich auch kostet, was für Kosten sind da, die oft anfallen. Auch hier mal zu schauen, okay, ist das wirklich so? Kann das so sein? Denn es gibt oder hat gegeben, ich weiß, es hat gegeben, die haben das Massenabfertigung gemacht. Das hat es gegeben, das gibt es heute in dem Sinn nicht mehr. Und ich bin sicher, dass die Qualität der Ausbildungen, die es gibt, sehr, sehr hoch ist. Die Qualität ist in Österreich auch sehr, sehr hoch. Es gibt einige sehr, sehr tolle Institute, die ich kenne, die hier ausbilden. Und das ist schon sehr hoch, die Qualität. Das hat sich sehr verändert in den letzten Jahren, weil die Hypnose auch erkannt worden ist, dass es so wertvoll ist, dass man so viel damit machen kann. Und ich bin sicher, dass sich das noch intensivieren wird. Und viele, auch meiner Kollegen, die gehen auch für Ausbildungen ins Ausland und holen sich dort noch einmal Informationen. Der Armin möchte was sagen, habe ich gesehen. Zumindest hat sein Mikrofon geflattert. Darf ich noch ganz kurz? Ich habe es gesehen. Sofort. Ist die Frage, wie weiß ich, ob ein Hypnotiseur gut ist, damit beantwortet?
Ja, herzlichen Dank. Ja, gut beantwortet. Herzlichen Dank übrigens noch einmal für das Gespräch. Ich muss mich jetzt leider abmelden. Ich kann nur mehr zuhören, denn morgen kommt meine Tochter. Ich bin Trennungsvater, Klaus weiß das. Und Kinder brauchen beide Eltern und da bin ich jetzt noch schwer im Einsatz, um alles vorzubereiten für die Kleine. Schönen Abend noch und noch einmal danke fürs Gespräch. Ja, bitte, ich sage auch danke für deine Fragen und wenn es noch Fragen gibt, kannst du dich gerne melden, bekommst du von mir auch beantwortet über unsere Webseite www.impulsesetzer.com. Kann man sich auch anmelden für ein kostenloses Informationsgespräch. Gut, und jetzt die Frage. Ja, also, ich bin der Armin. Und ich habe also schon mit 12, 13 Jahren autogenes Training erlernt, aufgrund einer damaligen Problematik, was auch wunderbar geholfen hat. Dauert allerdings ein bisschen länger wie die Hypnose, die unter Umständen schneller geht. Jetzt habe ich eine Frage zu den Negierungen. Also ich reagiere, oder besser gesagt, mein Bewusstsein reagiert allergisch auf Negierungen. Also sprich, du hast keinen Hunger oder irgendwie sowas, beispielsweise nur, um das mal festzumachen. Ich bin der Meinung, dass das Bewusstsein immer klare Ansagen braucht. Welche Erfahrungen hast du diesbezüglich? Ja, die Klarheit, das ist richtig. Es muss ganz klar sein. Mit den Negierungen gehen die Meinungen auseinander. Da gibt es Erfolge, wo Negierungen drinnen sind und Erfolge, wo keine drinnen sind. Da geht es total auseinander. Und meine Erfahrung ist, es braucht eine ganz klare Botschaft. Darum ist es wichtig, ein Ziel zu haben, zu formulieren. Auf dieses Ziel wird aufgebaut. Und dann gibt es dazu Texte. Ich schreibe Texte für jeden persönlich. Aufgrund der Informationen, die ich habe, wo will derjenige hin, zum Beispiel abnehmen. Da wird alles hineinfließen lassen und dann gehen wir diese Texte auch noch zusätzlich, bevor man das macht, durch. Ob dieser Text, wie er vorbereitet ist, auch für dich, wenn du jetzt zum Beispiel kommst, für dich ganz klar ist, ob das für dich stimmig ist, ob das so in Ordnung ist. Und dann geht es erst in eine Hypnose hinein, um speziell etwas zu machen. Denn wenn du dann etwas spürst, okay, das passt mir nicht, dann geht das nicht. Dann gibt es einen Widerstand und in dem Moment, wo du in den Widerstand gehst, ist es vorbei. Ja, das verstehe ich. Das ist auch meine Meinung oder meine Erfahrung sagt mir das, oder mein Gefühl besser gesagt. Die Problematik, also die ich sehe, ist ja, dass gerade im Bereich der Medien ja auch mit sublimalen Informationen gearbeitet wird. Also so, dass der Bewusstseinsfilter, der bei einer Hypnose ja immer noch vorhanden ist, komplett ausgeschaltet wird. Also man ist im Entspannungszustand, zieht sich da irgendwie seine Lieblingsserie rein oder irgendwas und bekommt dann sublimale Informationen geliefert, die unter Umständen ja Handlungen auslösen. Das finde ich problematisch. Dazu komme ich gleich. Medien komme ich dann gleich. Ist das okay für dich? Ja. Genau. Jetzt nur mal kurz zum Thema Einzelhypnose. Wie gesagt, da gibt es ganz, ich mache das so ganz spezielle Texte vorbereitet, alles ganz klar und dann erst geht es hinein in diese Hypnose. Und du hast mir gesagt, Autosuggestion, auch Selbsthypnose kann man lernen. Und man kann in Selbsthypnose massiv viel machen und unterstützen. Und das geht immer zu einem Bereich, wo du überall selbst rankommst. Es gibt Themen, wo du selbst auch in der Selbsthypnose nicht rankommst. Das ist ganz normal, das hat jeder, das kenne ich auch von mir. Dann brauchst du jemanden, der dich begleitet. Und sonst kannst du, wenn du Selbsthypnose gelernt hast, Selbsthypnose hervorragend verwenden, zum Beispiel vorm Einschlafen, für Ziele zu fokussieren. Du kannst Selbsthypnose hervorragend verwenden beim Zahnarzt. Auch das geht. Da kenne ich Menschen, die sind weit über 80 Jahre von einer sehr guten Bekannten von mir. Ebenfalls ist eine Koryphäe in der Schweiz im Bereich Hypnose. Also das ist ein gewaltig, was auch Menschen im hohen Alter noch mit Selbsthypnose beim Zahnarzt, die setzen sich hin, gehen Hypnose und machen.
Und die sind dann erstaunt, warum das funktioniert. Und das ist, hier so Dinge kannst du in Selbsthypnose hervorragend machen. Um ruhig zu sein, ruhiger zu werden, rauchfrei zu unterstützen, vielleicht abnehmen zu unterstützen. Also Selbsthypnose hat auch hier einen ganzen großen Bandbreite. Und auch hier, wie du es dir vorstellen kannst, das kannst du auch machen und erreichen. Das ist so mein Credo. Was du dir vorstellen kannst, geht gar nicht. Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch. Und das ist dieses Thema noch einmal in die Selbsthypnose hinein. Thema Autosuggestion. Genau. Gibt es dazu jetzt noch eine Frage zu diesem speziellen Thema? Nee, nicht wirklich. Eigenhypnose, die Eigenhypnose. Ne, stelle ich mir so vor, ich schließe meine Augen und konzentriere mich auf meine Ziele, und versuche mich da reinzudenken und dann schlafe ich irgendwann ein. So kann man das so sich vorstellen, oder? Nein, ist etwas anders. Also Selbsthypnose lernst du in einem Tag. Da gibt es nachher auch Kurse dafür. Das heißt, das ist dann ein Faktor. Du zählst dich im Prinzip, wir machen es am Anfang immer mit Zählen, du zählst dich im Prinzip hinein. Und wenn du dich dann drinnen bist, vielleicht bei 9, 8, 7, je nachdem, wie man das auch dann steuert, dann bist du in diesem Zustand der Hypnose. Und dann gehst du erst in den Bereich, was du arbeiten willst, wo du zum Beispiel jetzt, wir üben das zum Beispiel. Das ist so, es wird einmal in Hypnose gegangen, damit du einmal erfährst, wie sich Hypnose sich überhaupt anfühlt. Dann wird ganz klar ein Text, den wir vorher auch besprechen, der wird dann wird dir dann vorgesagt, denn ich erzähle dir ganz einfach, deinem Unterbewusstsein, dass du von nun an bei diesen und diesen Voraussetzungen, wenn alles sicher ist und so weiter, in Hypnose gehst. Und genau diese Schritte, wie das passiert, wird dem Unterbewusstsein erzählt. Das nimmt es an und dann kommst du wieder zurück und ab diesem Zeitpunkt kannst du, indem du dich ganz einfach hinsetzt oder hinlegst und rückwärts beginnst zu zählen, bist du dann in diesem Zustand der Hypnose und dann kannst du schon einmal testen, okay, ich lasse jetzt einmal meinem Körper Wärme zuführen, meinen Körper wärmer machen oder ich lasse meine Hand steigen. So einfache Dinge. Somit beginnt man und das kannst du dann steigern, speziell auf dein Ziel. Selbsthypnose ist nicht, ich setze mich hin und stelle mir das vor und dann schlafe ich weg, sondern das ist ganz klar gezielt, ich gehe jetzt in Hypnose. Und das geht dann so weit, dass du im Prinzip sagst, okay, ich stütze meine Hand zum Beispiel auf den Stuhl des Zahnarztes. Wenn ich sie nach vorne fallen lasse, bin ich in dieser Hypnose, in diesem Zustand. So kannst du dich, dein Unterbewusstsein trainieren. Und das ist toll, weil man damit so viel machen kann. Als Möglichkeit. Wie gesagt, die Möglichkeiten sind ganz gewaltig, dass es da gibt. Und bevor wir jetzt in dieses Thema mediale Hypnose, Suggestionen, oder Verkauf teilweise, wo es auch angewandt wird, Werbung hineingehen, glaube ich, spielen wir Musik. Okay, Momento, Player frei. Und der nächste Song, den darfst du ankündigen, das ist auf jeden Fall Paul McCartney. Paul McCartney, genau, auch ein wunderschönes Lied. Viel Spaß dabei. Ja, 1977, Paul McCartney. Ja, das waren schon Zeiten. Mamma Mia, war das ein super Song, ganz toll ausgesucht. Ja, die Impulssetzer.com. Bruno Gattringer, Hypnose, großer unbekannter Mythos und geheimnisvoll. Ja, es ist für mich manchmal geheimnisvoll, weil ich noch nicht das für mich persönlich gefühlt und erlebt habe. So sage ich. Und ich finde es auch gut, dass das so ist. Und vielleicht sind für mich die Fragen, die ich so stelle, für den einen oder anderen komisch. Na, ich finde, das komisch ist das gar nicht, sondern es ist einfach ein Gefühl, wie man auch mit diesen vielen Themen, die es im World Wide Web gibt oder die dich einfach nur so interessieren, aufgrund von deines Wissens, Bücher und Lesen und was auch immer, wie wir geprägt sind. Und
Jeder hat ja so sein Leben. Ja. Und jetzt will ich gar nicht so weit reden. Ich rufe Bruno. Bruno Gattringer, dein Mikrofon. Ja, danke. Ja, wundervolle Musik. Und auch mit Musik, mit dem, was dahinter steht, mit der Schwingung, kannst du für dich in, und das weiß jeder, in angenehme Zustände kommen, in einen Zustand, der dich berührt, der dir wohltut. Und es gibt für alle, die es interessiert, eine Skala, eine Bewusstseinsskala nach Hopkins. Und da ist zum Beispiel Barry Manilow drinnen, da sind die Beatles drinnen, da ist Bach drinnen, Beethoven, Mozart. Die Musik, die spielen, haben eine bestimmte Schwingung, eine bestimmte Energie. Und diese Schwingung ist teilweise höher als die Schwingung, die Bewusstseinsschwingung der Liebe. Ist total spannend. Kann gerne jemand einmal nachschauen im Internet, Bewusstseinsskala von Hopkins. Ist ganz interessant, welche großartige Musiker da ganz tolle Musik machen, auch in der heutigen Zeit, in einer ganz speziellen Schwingung. In dieser Energie, und Hypnose ist auch Schwingung. Wenn du in einem hypnotischen Zustand, wenn du drinnen bist, erzeugt das in dir ein ganz bestimmtes auch Schwingungsmuster. Und ja, und da war die Frage vorher betreffend Medien. Habe ich die Frage richtig verstanden, die gekommen ist? Ich glaube, das war der Armin. Armin, war das? Warst du das? Bitte, dein Mikrofon. Hört man mich? Ja, wunderbar. Ah, wunderbar, okay. Ja, es ging um die sublimalen Informationen, also nicht nur in Werbebotschaften, sondern gerade in bestimmten TV-Sendungen zum Beispiel. Es kann ja alles Mögliche sein, die kann man ja überall einbauen. Und da wird ja mittlerweile mit Schwingungsfrequenzen, da haben sie mittlerweile herausgefunden, dass es die Schwingungen zwischen 3 und 6 Hertz sind, mit denen sie da arbeiten, um direkt in das Bewusstsein zu kommen. Das können teilweise Bilder sein, die kurz aufleuchten, verbunden mit einem bestimmten Ton. Der Ton kann beispielsweise ein Schmatzgeräusch sein. Also man merkt es oft, wenn man bei so, also ich gucke ja nicht mehr Fernsehen, aber in den Videos, wenn ich die mir halt dann ansehe, da wird es dann gut beispielhaft gemacht, wie bestimmte Geräusche und Bilder miteinander kombiniert werden, um einfach bestimmte Handlungen in den Menschen hervorzurufen. Und wenn es auch nur ein Gefühl ist, eine Abneigung oder irgendwie sowas, ja, zum Beispiel so ein Schnalzgeräusch oder sowas in der Richtung, das kann alles Mögliche sein. Ja, das ist natürlich ein Thema. Hypnose, Suggestion, die Sprache der Hypnose, die Suggestibilität, und da ist jeder Mensch eben verschieden, wie suggestibel er ist. Und das natürlich verbunden, wenn ihr euch erinnern könnt, auf diese Strichmännchen. Es entstehen Emotionen. Hier, diese Bilder vom 9-11. Die sind ganz schnell da, wenn du sagst, 9-11 hat jeder in der Bild. Irgendeine Emotion, der kann sich erinnern, das erscheint. Und diese Verknüpfung, das wird natürlich auch in den Medien genutzt. Und wichtig ist, glaube ich, wenn man das beginnt zu erkennen. Geil ist einmal keinen Fernseher zu haben. Das ist schon mal toll. Und trotzdem hast du immer wieder diese Einflüsse, das ist ganz normal. Und wird in der Werbung massiv eingesetzt. Hier wird in der Werbung ein Gefühl suggeriert. Wenn du das und das hast, hast du ein Gefühl. Und dann greifst du zu. Das ist auch Suggestion. Das ist eine Art von Hypnose. Wenn du dich da voll hineinlässt, wird es natürlich noch intensiver. Und so ist das aufgebaut im Alltag.
Und viele Menschen erkennen es und viele erkennen es nicht. Und so als Beispiel vielleicht, im Verkauf, die Sprache der Suggestibilität, das ist eine spezielle Sprache, die im Verkauf angewandt wird, auch in der Werbung. Und dann kommt dazu eine Emotion, die in dir erzeugt wird. In dem Moment, wo du in eine Emotion gehst, bist du ganz einfach offen. Wenn du dich wohlfühlst, bist du leichter offen. Denn das ist ja angenehm. Da hast du ein Gefühl der Sicherheit, des Wohles. Und dann gehen da diese Botschaften ganz einfach rein. Und du kannst, wenn du bewusst Werbungen schaust, dir wirklich bewusst einmal anschaust, nicht nur etwas zu kaufen, sondern mal so bewusst hinzuschauen, okay, was machen die denn da alle? Was erzählen die mir mit den Bildern? Mit der Musik und dann mit den Worten. Und diese Wortwahl, diese Sprache, diese Sprache ist ganz einfach. Hypnotisches Sprachmuster ist eine einfache Sprache. Das sind meist dann kurze, knappe Sätze. Die sind nicht lang, die sind kurz und knapp. Das ist etwas, wo du das schon mal erkennst. Und die sind nicht hochtrabend. Die sind ganz einfach. Hypnose-Sprache kann sehr blumig sein, sehr ausgeschmückt sein, ist jedoch einfach so, wie ein Kind spricht, ist eine kindliche Sprache. Denn wenn ein Kind dir etwas erzählt in der Begeisterung, ist diese Sprache auch sehr einfach und sehr in Bildern. Und genauso ist es in der Hypnosesprache. Und die wird in der Werbung ganz klar genutzt. Interessant ist, wenn jemand sagt zum Beispiel, mir nichts glauben, dann ist das letzte Wort das Ausschlaggebende. Das Glauben bleibt in dir drinnen hängen. Achtet immer, wenn du das so auf Werbung achtest, was sind die letzten Worte in einem Satz, die kommen. Und da ist dann diese Botschaft in den meisten Fällen ganz klar drinnen. Das ist hypnotische Sprache im Verkauf. In der Werbung verbunden mit dem, was du siehst, mit tollen Bildern. Du nimmst wahr über dein Bewusstsein. In dem Moment entsteht für dich vielleicht ein Gefühl der Sehnsucht. Das ist bedürfniserweckend. Und somit funktioniert das dann. Denn die besten Beispiele dafür sind die erfolgreichsten Produkte, die es gibt, die du kaufen kannst, die den meisten Umsatz machen. Das heißt nicht, dass die besten Produkte sind. Es sind die Produkte, die nur am besten verkauft werden, weil sie das beste Marketing, die beste Werbung haben. Und Menschen kaufen immer für ein Gefühl. Kennst du so ein Beispiel, Klaus? Fällt dir eins aus? Ein? Ja, mir fällt immer wieder auf, so der typische Werbespruch, McDonald's ist einfach, na, mehr, das braucht gar nicht weiter singen. Oder früher war es in unserer Zeit viele, viele bunte Smarties, ne? Also das, diese Ohrwürmer, ne? Das ist ja prägend, oder? Das ist auch prägend, genau, richtig, das ist prägend und so geht es überall durch. Das heißt, du bekommst ein Gefühl und das willst du dann. Und dann kommst du in einen Tunnel hinein,
Und wenn du da mal drinnen bist, dann kommst du ganz schwer wieder raus. Ja, man kommt raus, weil es was Neues wieder gibt. Da ist Ja, die das ist, Werbung. weil wir immer was Neues, das ist, weil wir immer was Neues wollen. Hier geht es noch um etwas ganz anderes. Wenn du das dann noch verknüpfst mit etwas, wo du zu dir Ja sagst, wenn du in deinem Inneren zu dir mal Ja gesagt hast und es dir selbst gesagt hast, ist es etwas anderes, wie wenn jemand anderer dir erklärt, dass du es brauchst. Wenn ich sage, du brauchst das, dann kann sein, dass du sagst, okay, ja, du hast recht oder nee, brauche ich überhaupt nicht. Nur wenn du zu dir einmal sagst, ich brauche das, mit einem Ja, dann hast du in dir etwas bejaht. Und in dem Moment, wo du das erste Mal etwas bejaht hast, wirst du es immer weiter bejahen, bis du dann selbst glaubst, dass du es brauchst, obwohl du es vielleicht gar nicht brauchen wirst. Das ist das Oder, Verkaufen. darf ich fragen, man wird plötzlich angehalten und sagt, ja, ich sage jetzt mal Beispiel, McDonald's jetzt, ne, brauchen wir ja nicht weitergehen oder was anderes, die Ohrwürmer, ja, dass wir da einfach was gefragt haben. Na, aber wie war das jetzt? Was wollte ich jetzt sagen? Ach, jetzt habe ich den Faden verloren. Mensch, schade, sorry. Du hast gesagt, McDonald's anhalten. Ja, Zu den dem, wenn du McDonald's Ja zu dir anhalten. sagst. Die Manipulation, genau, die kann dadurch unterbrochen werden, indem man plötzlich zum Beispiel einen Bericht liest, der jetzt sagt, wie schlimm McDonald's ist, zum Beispiel. Ja, und dann sagt man, und da ist ja halt die Frage, wie man auch wieder bewusst wird und hallo, ne, bin ich da oder nicht da? Verstehst du, was ich sagen möchte? Wichtig ist, je bewusster du bist, je mehr du in deinem Bewusstsein bist, desto weniger geht es in der Werbung hinein in die Suggestibilität. Je mehr du bei dir bist, je bewusster du bist, desto weniger kann man dich manipulieren. Das ist es. Je klarer du bist, je bewusster du bist, umso weniger kann man dich manipulieren. Ja, und wenn man aber jetzt in diesem Rausch ist, sage ich jetzt mal, des Konsumwahns, ne, dann ist man ja nur einseitig. Ja, und ja, dann bin ich ja berauscht und nicht bewusst, sondern bewusst berauscht. Ja, und diese Techniken, dieses Suggerieren wird laufend angewandt. Und eines ist noch wichtig. In einem Bewusstseinszustand kannst du für dich bewusst wirklich nur drinnen sein, wenn du so wenig Sinneswahrnehmungen hast, die auf dich einwirken wie möglich. Denn was passiert denn mit den ganzen Wahrnehmungen, die wir haben? Sind wir da überfordert? Wie oft sind wir da wirklich überfordert mit alles, was auf uns eindringt? Denke mal nach, bewusst. 5 bis 9 Dinge nimmst du wahr. Jetzt schau einmal so einen Werbespot, was da alles auf dich da einprasselt. Wie schnell das geht. Das heißt, es entsteht eine gewisse Überforderung. Und über Überforderung kannst du auch Menschen manipulieren. Also bei mir war das in der Werbung früher so, Bruno, am Anfang, wo das so mit den Werbeblöcken kam, dann habe ich da noch geschaut und dann war das nur noch nervlich und dann hat das ein schlechtes Gefühl gebracht. Boah, wie nervlich und ne, und dann konnte ich das auch nicht mehr. Ich habe meinen Fernseher auch schon längst rausgeschmissen. Ne? Nicht rausgeschmissen, es ist mein Monitor fürs Internet. Ne? Und ja, möchtest du mal einbringen? Ja, das wissen viele Menschen gar nicht. Also in Hypnose kann ich jemand leiten, indem ich ihn führe über eine Entspannung. Das ist das meiste, wo man reingeht, reinzählt, irgendwas macht. Es geht auch mit Blitzhypnose. Und es gibt auch zum Beispiel für Menschen, Klaus, wie du zum Beispiel, du sagst, du bist sehr im Kopf, sehr Kontrolle. Da kann man zum Beispiel ganz klar, da gibt es spezielle Texte dafür auch, und dann überfordere ich dich. In dem Moment, wo ich dich hier oben überfordere, kannst du in Hypnose gehen. Ist eine Möglichkeit und das passiert laufend,
in den Medien. Totale Überforderung der Nachrichten. Alles immer wieder hören, solange bis du es glaubst. Und über diese Überforderung, die wir haben, bist du über die Medien mit den richtigen Texten dazu manipulierbar. Ja, das weiß ich eh. Wir sind immer alle manipulierbar. Wir sind jedes manipulierbar. Da ist keiner gefeit. Niemand. Nur wichtig ist zu erkennen, okay, das eine sind Sprachmuster, die es da gibt. So kurze, knappe, knackige Sätze. Ganz einfach gesprochen. Die Bilder erzeugen, Gefühle erzeugen. Ängste erzeugen, zum Beispiel. Und das andere ist Überforderung. In dem Moment, wo du überfordert bist, passiert dir nämlich genau dasselbe. Dann gibt es auch diesen Zugang dazu, damit du suggestibel bist. Und damit Dinge machst, die du, wenn du nachher denkst, oh, das hätte ich nie gemacht, hätte ich nie gekauft, und auf einmal hast du es. Oder da wäre ich nie einverstanden damit gewesen. Und das passiert. Auch über Überforderung. Ist das eine Information? Nur was machst du mit dieser Information? Was kannst du jetzt machen, um aus dieser Überforderung jeden Tag herauszukommen? Zu schauen, okay, was mache ich für mich, damit ich die Überforderung wegbringe? Wann gehe ich aus dem Internet raus? Wann nehme ich Zeit für mich, höre keine Musik oder Entspannungsmusik und gehe wirklich und bleib bei mir? Ja, die Gewohnheiten des Lebens, ne? Ja, Gewohnheiten. Gewohnheiten sind hypnotische Zustände. Weil du es immer wieder haben willst. Weil du es immer wieder machst. Und dann bist du in deiner Gewohnheit drinnen. Und ganz ehrlich, wer lässt dich aus seiner Gewohnheit denn gerne rausbringen? Wenn du das machst, was du gewohnt bist, und auf einmal kommt jemand und sagt, nee, nicht mehr. Stopp, aus. Beginnst da in dir zu rebellieren? Wie sehr hast du eine Gewohnheit, wo du alles um dich herum vergisst? Dich fokussierst auf deine Gewohnheit. Dann bist du in einem hypnotischen Zustand. Ja, gut, dass wir auch mal aufwachen dürfen. Und guten Morgen, wir sind wieder hier. Ne, das ist so spannend. Wenn man dieses Hallo-Effekt dann noch bekommt, ne, dann ist das echt ein Erfolg. Ja, ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass Hypnose bei uns im Alltag da ist. Sie wird mit den Möglichkeiten, die du hast, die es gibt für dein Leben, deine Dinge für dich zu verbessern, Verhaltensmuster aufzulösen, damit du leicht einschlafen kannst, damit du vom Stress runterkommst. All diese Dinge, da wird das nicht wirklich angewandt. Nur in der Werbung, und ganz egal, wie du es jetzt nimmst, wird es massivst angewendet. Ja, das darf man auch Missbrauch nennen, wenn man das mal auf den Punkt bringt, Entschuldigung. Wenn du diese Bezeichnung so nennst, dann ist es für dich diese Bezeichnung. Du kannst mit allem leben. Wie es ist, was maximal Positives machen oder etwas, was halt nicht so förderlich ist, bis hin, um Dinge auch zu missbrauchen. Ja, das ist schon richtig. Das meine ich eigentlich nur. Ne? Mhm. Ja, genau. Ich weiß es, wie du es meinst. Und aus sich hier wieder die Bewertung, für den einen ist es ja nicht der Missbrauch, sondern der hat einen anderen Gedanken dahinter, der will damit seine Botschaft transportieren. In seiner Wahrheit ist er der richtig. Sein Ziel erreicht er ja dann. Was er mit dem anderen macht, das ist, hat mit Werte zu tun. Mit der Wertestruktur in dir oder der Menschen. Und das ist, glaube ich, wenn du das erkennst, beginnst zu erkennen, kannst du schon massiv achtsamer sein im Leben. Umgehen im Leben. Im Alltag. Und der Hinweis war auch richtig mit diesen schnellen Bildern. Das gibt, die laufen teilweise, die kann man sogar im Hintergrund laufen lassen. Das ist auch diese Überforderung, wenn Bilder ganz schnell kommen. Kannst du zum Beispiel ein
wenn du zum Beispiel jetzt abnehmen willst, als Beispiel, und du kreierst dir einen Film für dich selbst, wo du immer wieder diese positiven Dinge siehst und wo du merkst, okay, ich bin schlank und all diese siehst schlanke Menschen und diese Verknüpfungen, die du hast. Und du kurierst dir das selbst und blendest das vor dir ganz in kurzen Sequenzen ein. Ein Bild nach dem anderen. Ding, 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 ding. Dann kannst du für dich das selbst nutzen, damit dein Unterbewusstsein es ganz anders wahrnimmt. Die Möglichkeit hast du ja. Das ist immer das, was kannst du am Positiven verwenden, am Guten. Es wird aber teilweise wirklich verwendet, das läuft im Hintergrund. Das geht ins Unterbewusstsein ein, denn erinnere dich, dein Unterbewusstsein nimmt immer wahr. Zu jeder Zeit nimmt alles auf. Jedes kleine Geräusch, jedes bisschen nimmt es wahr. Und dazu ein Beispiel von mir. Das Unterbewusstsein nimmt immer wahr. Das ist jetzt 3 Jahre her. Wir sind, meine Frau und ich, nach Südtirol gefahren für einen Workshop, den wir dort gehalten haben und für einen Kurzurlaub. Und dann fahren wir weg von zu Hause. Wir sitzen im Auto. Wir sind keine 300 Meter gefahren. Sagt meine Frau, du, ich habe meine Sonnenbrille vergessen. Wir drehen um, fahren zurück und dann sage ich zu ihr, hast du meinen Reisepass? Und sie, nein. Und? Okay, dann brauche ich meinen Reisepass. Dann habe ich begonnen, meinen Reisepass zu suchen und habe diesen Reisepass nicht gefunden. Ich habe alles in der ganzen Wohnung überall abgesucht. Ich finde den Reisepass nicht. Dann kommt der Gedanke, okay, wann hast du denn das letzte Mal gehabt? Ist auch nicht wirklich eine sinnvolle Information gekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Okay, wir verwenden ja, unsere Ausbildungen sind ja sehr breit. Na, dann machen wir ganz einfach Hypnose. Meine Frau kann das auch. Und meine Frau hat mich in Hypnose versetzt und dann haben wir mal gefragt, Unterbewusstsein, das kann man befragen, wenn du was verlierst, wo ist denn dieser Reisepass? Ja, und dann gefragt. Und dann kam die Antwort von mir, ja, in der Hose. In der Hose im Auto. War ganz klar, dann muss dieser Reisepass in der Hose im Auto sein, die im Gepäck drin ist. Das ist logisch. Raus ins Auto und wir hatten unsere Trolleys. Und ich mache diesen Trolley auf und ich greife nur hinein. Also oben war die Hose, die 2 Hosen, die ich hatte. Ich suche die Hosen ab, da ist nichts. Das gibt's doch nicht. Warum kann das? Das kann nicht sein. Das ist doch ganz klar die Information in der Hose, im Auto. Jedenfalls nichts gefunden. Ne, was machen wir? Bin ich ohne Pass gefahren. Dann kommen wir in Südtirol an. Wir beziehen unsere Zimmer, ich nehme mein Gepäck, lege es aufs Bett, mache auf und beginne auszupacken. Und jetzt wird es spannend. Ich hatte in diesem Gepäckstück eine kurze Hose und die war ganz unten. Auf die hatte ich nicht gedacht. Und genau da war der Reisepass drinnen. Das war für mich eine große Erkenntnis. Ganz klarer noch die Fragen zu stellen und besser nachzuschauen und zu vertrauen. In der Hose im Auto. Das ist aus der Praxis. Also du kannst mit Hypnose, du kannst auch Codes wiederherstellen. Wenn du einen Code irgendwo vergessen hast, einen PIN-Code, einen Schlüsselcode, kann man das in Hypnose wiederherstellen. Das funktioniert. Das geht. Das ist jetzt so aus der Praxis heraus. Dein Unterbewusstsein hat alles gespeichert. Wir haben damit schon Geldbörsen wiedergefunden, die jemand verlegt hatte, das haben wir schon gemacht. Auch das geht in Hypnose, denn Unterbewusstsein nimmt alles wahr. Das war so eine Episode aus unserem Leben, die Geschichte, die ich erlebt habe. Total spannend, also, ja, ne, kann man sogar vertrauen, naja, wird schon drin sein, auch wenn du es nicht gefunden hast. Das war richtig bestätigt. Ich hätte nur anders schauen müssen. Richtig. Wenn ich rausnehme und schaue, dann ist er in der Hose.
Ganz aber ganz unten halt, okay. Diese Hose hatte ich nicht gedacht. War auch eine sehr tolle Erfahrung. Und das ist das Schöne daran. Ja, rufen wir doch nochmal den Armin. Vielleicht hat der auch noch was, ein paar Worte dabei zu tragen. Armin, bist du denn noch am Mikrofon? Ja, im Moment wohl nicht. Aber vielleicht kommt er gleich zum Computer hin. Ja, Bruno, spannende Geschichte, finde ich. Und wenn ich das so höre, dann macht das neugierig, auch sowas einzusetzen. Für sich zumindest in solchen Situationen. Hier sind ja auch unangenehme Situationen, ne, wenn das passiert. Und wenn man das lösen kann, ist das doch wunderbar. Ja, also man kann auch dieses Verhaltensmuster kann man in Hypnose sehr gut lösen. Das geht. Ich habe wir haben auch in den Ausbildungen, also alles, was ich mache, habe ich mir mindestens einmal selbst erfahren, wenn nicht öfters, natürlich in den Ausbildungen und auch wenn wir zu Hause was machen, auch untereinander. Ich glaube, das ist auch wichtig. Das ist wirklich aus der Praxis. Und ja, da haben wir schon einige tolle Dinge gelöst und auch ganz speziell zum Thema auch, ich habe heute wieder eine Mail bekommen von jemand, wo da drinnen gestanden ist. Ich wollte dich kurz informieren. Das ist auch immer so, haben wir begleitet für Thema Abnehmen. Ich habe im Jänner begonnen, das Ziel für ein halbes Jahr, ein spezielles Gewicht zu erhalten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann beginnen wir. Und jetzt bekomme ich halt die Rückmeldungen laufend. Okay, wie steht's? Und heute ist ein Mail gekommen, weißt du, ich stehe noch 2 Kilo, fehlen mir noch. Also wir sind total genau auf Plan. Und ja, dieses ganze Essen am Abend, das ich hatte, das ist weg. Ich esse ganz normal. Und ich habe mir schon eine Hose gekauft, die jetzt um eine Konfektionsgröße weniger ist. Und ich war so stolz auf mich und ich habe mehr Selbstbewusstsein und mir geht es so gut. Und wenn du dann spürst, und wie die Menschen sich da freuen. Und es war ganz ein einfacher Weg, den zu gehen und im Bewusstsein. Und wir haben dann telefoniert und es macht so irre Spaß, wenn du dann so Rückmeldung bekommst von Menschen, die dann voll glücklich sind und das wirkt sich im ganzen Leben aus. Und das geht total einfach mit Unterstützung auch von dieser Hypnose. Das sind diese Erfahrungen. Ja, das ist schon eine tolle Sache. Ja, und ich hoffe, der eine oder andere von euch hat vielleicht Lust bekommen, auf Hypnose mehr zu erfahren. Und dann informiert euch ganz einfach. Dieimpulssetzer.com, genau. Und das ist wirklich super. Der Bruno Gattringer hat ja schon hier so einige Sendungen hier auf Okidok gemacht. Einfach mal ins Archiv auch gehen. Wirklich wertvolle Infos finde ich zumindest. Bruno, wo bist du als nächstes? Hast du eine Veranstaltung oder irgendwas? Ja, wir haben also die Websites, genau, www.dieimpulssetzer.com und die nächsten, die wir haben, ist, die kommen jetzt noch online. Es gibt einen ganz speziellen Workshop, ein Seminar, wo wir Menschen lernen, mental zum Thema Wirbelsäulenaufrichtung. Das hat meine Frau an sich erfahren, mit Bandscheibenvorfall, nur mental gemacht. Auch ich meine Wirbelsäule. Da geben wir unser Wissen weiter. Das ist ein Tag, ein Workshop. Den Termin, der wird jetzt bekannt gegeben auf der Homepage, der kommt. Dann haben wir Selbsthypnose. Da muss ich den Termin noch einmal verschieben, weil da ist privat etwas dazwischen gekommen. Da gibt es einen neuen. Das wird jetzt im Juni passieren, die Selbsthypnose. Im Juli gibt es dann etwas zum Businessaufbau, auf eine spezielle Art und Weise, auch mental, zum Wohle für alle. Das ist etwas anderes im Business, ohne dieses Suggerieren, sondern wirklich ein Business aufzubauen in diesem Bewusstsein, dass alle davon profitieren, damit es allen dabei gut geht.
Und das ist eine andere Art von Business aufzubauen. Das ist anderes Bewusstsein. Und das ist genial und es funktioniert ganz, ganz toll. Ja, und meine Frau hat dann einen Workshop. Den machen wir auch zusammen, wie du zum Beispiel jetzt Events aufbaust. Wenn du einen Informationsabend gestalten willst, wenn du einen eigenen Workshop gestalten willst, was du beachten musst, das ist dieser Bereich. Wir hatten das große Glück in unserem Leben, von Menschen zu lernen, die extrem erfolgreich sind. Und wir haben Wissen erlangt. Das ist wirklich genial. Und das geben wir natürlich weiter. Und ansonsten arbeiten wir natürlich im 1:1 mit den Menschen. Genau. Und das ist, ja, es macht ganz einfach Spaß. Es macht Spaß, Menschen wachsen zu sehen, wie sie ihre Ziele erreichen, vor allem Ziele, die sie vielleicht gar nicht im ersten Moment so für möglich gehalten haben, was dann funktioniert. Und Hypnose ist ein Teil davon. Hypnose ist ein Teilbereich, den ich anwende in Österreich. Also ist ein Bereich, den ich nur live mache. Alles andere machen wir über Skype genauso. Also wir haben sicher 80% unserer Kunden über Skype, sehr viel in Deutschland, in der Schweiz, deutschsprachig, auch weltweit. Also das geht bis Hongkong, Dubai. Auch hier haben wir Kunden. Ja. Ganz einfach auf die Homepage gehen, fragen, wenn es was gibt. Oder auf Facebook schauen. Ihr bekommt alle Informationen, die ihr braucht. Wichtig ist immer, Fragen zu stellen. Und mir ist es ganz wichtig, Botschaften zu vermitteln, Impulse zu setzen, damit ihr für euch beginnt, euch Fragen zu stellen, zu informieren und euer Leben in die Hand zu nehmen, selbst in die Hand zu nehmen und sagen, ja, ich kreiere mein eigenes Leben und das kann jeder von euch. Das ist so eine große Kraft in dir, diese schöpferische Kraft in dir, dieses Unbewusste, wie immer du es nennen willst. Das ist so gewaltig. Mach was draus. Das ist meine Botschaft. Ich kann nur das erzählen, was mit uns geschehen ist. Und das gebe ich weiter. Und das ist das Tolle daran. Ja, das ist so. Es macht immer Spaß, die Botschaften rauszubringen. Und auch besonders hier auf OkiTalk. Und da sage ich ganz, ganz herzlichen Dank auch dir, lieber Klaus, dass du immer so bemüht bist, auch mich als Moderator zu unterstützen. Gerne, dafür bin ich da. Macht ja auch Freude und es geht ja auch um das Gefühl der Freude. Das ist ja auch die Information an unsere Zelle. Wenn wir uns freuen, das weiß man, das fühlt man, das kann man auch verstehen. Also denke ich schon, hoffe ich. Ja, das ist schon toll. Und Freude ist das, was wir im Leben wollen. Freude, Liebe, das sind die Dinge, die wichtigen Sachen im Leben. Das bewusst zu machen. Das sind die wahren Werte. Genau. Und nee, für mich ist es, wie gesagt, wichtig für euch, damit ihr, wenn ihr Fragen habt, ganz einfach fragt. Auch hier in den Sendungen, ganz einfach die Fragen reinhauen damit. Denn eines ist klar, eine Frage, die du hier stellst, die traut sich ein anderer, der zuhört, vielleicht gar nicht stellen. Und wenn du es machst, dann hast du auch für andere noch etwas dazu beigetragen, damit noch mehr Bewusstsein entsteht. Denn so eine Sendung kann nur Gedanken anreißen. Absolut. Danke. Mehr kann man da nicht machen. Und darum geht's. Denn nur zu einem Thema rauchfrei kannst du eine ganze Sendung machen. Nur das Thema ist dann so speziell für jeden persönlich, dass jeder persönlich kommt und sagt, okay, wie geht das? Wie schaut das aus in seiner Persönlichkeit? Und darum geht es dann. Ja, und somit kommen wir schon zum Ende der Sendung, Klaus. Ja, kommen wir zum Ende. 57. Ja, ich rufe noch mal ganz kurz den Armin, ja, ob er noch da ist. Armin? Ja, gerne deine Abschlussworte, sage ich einfach mal.
Armin. Ja, bin schon da, bin schon da. In der Ruhe liegt die Kraft. Ganz Ja, kein Stress. genau. Nee, war alles gut erklärt. Vieles war mir schon bekannt, da ich mich ja selber schon seit längerem damit beschäftige. Habe auch diese so mehrere Hypnosebücher schon gelesen. Was mich halt brennend interessiert, sind diese Frequenzen, über die unser Gehirn funktioniert und über die gearbeitet wird, um uns zu manipulieren. Und ich möchte da noch mehr darüber wissen, wie wir es für uns nutzen können und de um dem letztendlich zu widerstehen. Wenn du hier noch ein paar Tipps hättest, das wäre gut. Ansonsten habe ich keine Fragen mehr. Ja, dazu gibt es Möglichkeiten. Du hast Möglichkeiten, dich vor diesen Frequenzen zu schützen. Da gibt es einiges an Dingen. Es geht, und du musst dich immer gesamt auch sehen in diesen Bereichen. Dein Bewusstsein zu erhöhen, deine innere Schwingung zu erhöhen, das geht sehr, sehr gut. Das kann man. Es geht auch, die Zellen in dir in dieser Schwingung zu erhöhen, denn wenn du höher schwingst als das, was kommt, dann macht das mit dir nicht mehr das. Man kann sich auch abschirmen. Wichtig ist, dass deine Zellen auch gereinigt werden von den alten Dingen, die drinnen sind, denn wenn das schwer ist, wo sollst du da deine Schwingung dann erhöhen? Vielleicht machen wir dazu eine Sendung. Können wir gerne machen. Es gibt, also wir machen das sehr viel. Ich arbeite sehr viel mit Zahlen von Grabovoi, russischen Methoden, russischen Wissenschaftlern, auf andere Bereiche. Wir stellen auch Mandalas selbst her. Damit kannst du massiv viel machen. Es gibt spezielle Übungen, Mentaltechniken, wo du dich auch von diesem kollektiven Bewusstsein trennen kannst. Da gibt es auch spezielle Mentaltechniken dazu. Das geht auch mit Zahlen und Mandala. Ja, man kann sehr viel machen. Also eines ist, wenn du zum Beispiel denkst, 148, das ist etwas, wovon du dich von diesem kollektiven Bewusstsein, das herrscht, auch abgrenzen kannst. Über die 148. Am Zettel schreiben, das Trinkwasser drauf, es ist alles Schwingung, es schwingt ja alles. Und das zum Beispiel ist eine Möglichkeit, kollektives Bewusstsein, sich da abzugrenzen. Also das mit den 148, das wusste ich noch nicht. Ich habe die Zahlen von Grabovoi ja auch da, habe da diesbezüglich auch schon ein Buch gelesen. Womit ich das zurzeit mache, ist, indem ich mir einfach nur eine Detox-Schwingung anhöre. Das wirkt ja auch auf den Organismus und das ist die mit 741 Hertz, die sorgt also dafür, dass sich der Körper entgiftet. Natürlich macht es immer Sinn, wenn man das ja, in physischer Hinsicht auch noch unterstützt, also beispielsweise mit meinetwegen Zeolith oder Fußbädern, basischen oder sowas in der Richtung. Aber die Schwingung alleine hilft schon auch ein ganzes Stück weit. Und das kann man einfach nur im Hintergrund laufen lassen. Da muss man nicht mal zuhören, die kann auch leise laufen, das ist ganz egal. Das wirkt auch, das finde ich auch toll, also klasse. Schön, dass es sowas gibt. Ja, und auch hier glaube ich, es muss jeder für sich herausfinden, was passt zu mir. Es gibt kein Glas drüberstülpen, das ist es, sondern jeder soll für sich selbst herausfinden. Und er darf es auch mal antesten, einmal machen, was macht es mit mir? Und dann herausfinden, da finde ich mich wohl. Und im Moment, wo du dich wohlfühlst, dabei dann funktioniert. Und das ist wichtig. Also ich mache sehr viel mit Grabovoi. Ich war auch in Ausbildung bei Instruktoren von ihm. Den Zahlen gibt es von Grabovoi 10.000. Ich verwende für die Menschen, mit denen ich arbeite, ich habe auf ein Zahlenwerk gekauft, greife vielleicht auf 6.000 bis 7.000 zu. Man kann massiv damit viel machen. Das Wichtigste ist hier, sich das Verständnis dafür zu holen. Ich hatte früher, als ich begonnen habe, auch die Zahlen und habe auch gewusst, okay, da kann ich das und das machen mit den Zahlen.
Nur da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Das habe ich auch im Laufe der Jahre, die ich damit arbeite, erfahren. Und das hat sich massivst verändert. Also du kannst mit Zahlen entgiften, das geht ganz gewaltig. Das geht total einfach. Also mit Zahlen, das geht von bis, wir verwenden es im Gesundheitsbereich und im Businessbereich. Also ich habe schon Menschen, nur mit einer Zahl hat der ein komplettes Geschäftsidee entwickelt, was auf einmal gekommen ist, weil die Energie gestimmt hat. Also das ist ganz speziell. Und da bilden wir Menschen aus, im Thema Gesundheit und Thema Business. Mit diesen Zahlen, da kannst du massiv viel machen, denn es ist für mich halt das. Und auch für viele andere Menschen, weil die Zahl, die kannst du bei dir im Körper schreiben und die schwingt immer. Die läuft auch im Hintergrund. Und die geht immer. Also das geht von in den Räumen, wenn du bist, das ist auf einmal eine ganz andere Energie mit einer Zahl. Wir hatten am letzten Workshop, den wir hatten, kam eine Frage betreffend Zahlen. Und das erzähle ich euch jetzt noch. Und wir haben diese Zahlen dann herausgesucht. Und dann haben wir diese Zahl vorne, es waren drei Zahlen, haben wir diese Zahlen vorne am Flipchart geschrieben. Die Teilnehmer haben die Zahlen notiert. Und auf der einmal war es wie Schalter umlegen. War für jeden in dem Raum spürbar, hat sich diese Energie massiv noch einmal verändert. Das war noch einmal eine Dimension höher. Wir hatten da schon wir haben immer tolle Energien, aber das war noch einmal ein Sprung höher. Das war spannend für uns. Für alle Teilnehmer, das waren drei Zahlen zum Thema Liebe. Also das war ganz gewaltig. Das hat jeder gemerkt, das war wie Schalter umlegen. Das war unwahrscheinlich. Und damit kannst du dich auch mit gewissen Zahlen vor diesen Dingen schützen. Es gibt auch spezielle Mandalas dazu. Das kannst du dann auch in der Wohnung außen an den Mauern überall hängen. Das geht. Das funktioniert. Jeder für sich, was ihm taugt. Was er Spaß macht. Ich sage danke für diese Fragen, die du gestellt hast. Bitte, gerne. Ja. Ist damit die Frage für dich auch ein bisschen beantwortet? Ja, ist für mich beantwortet und wahrscheinlich werde ich mich wieder mehr mit Grabovoi beschäftigen. Mach das. Es ist, Grabovoi ist ganz gewaltig. Da steckt so viel dahinter. Es ist viel, viel mehr als nur sozusagen diese Zahlen. Das ist ganz, ist extrem im Bewusstsein erweitern, das ist ganz, ganz toll. Für Grabovoi gibt es demnächst eine Sendung hier wieder zum Thema Gesundheit. Mit Grabovoi, was man da alles machen kann, aus unseren Erfahrungen heraus, das wir schon gemacht haben. Wir und Menschen, die damit arbeiten, die das gelernt haben. Da gibt es auch einen Termin demnächst. Wird in den nächsten paar Wochen durchgehen. Dann kannst du gerne, freue ich mich, wenn du dabei bist. Da gibt es noch mehr Informationen dann für dich. Na, werde ich bestimmt dabei sein. Genau, okay, gut. Ich auch, ich werde auch dabei sein, gell? Ja, sicher. Das mache ich dann mit meiner Frau gemeinsam. Juhu. Ja, linken wir doch mal raus. Ne? Morgen begrüßen wir Maniolo hier auf Woki Talk. Da geht es auch sicher lustig und freudig weiter. Mhm. Kennst du Maniolo eigentlich, Manfred Lorenz? Ja, Maniolo kenne ich. Ja, da ist halt morgen bei uns, da freue ich mich. Ja, dann winken wir doch raus, oder? Ja, wir winken raus. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr hier wart, für die Fragen, fürs Zuhören. Dir danke, Klaus, für die Sendung. Ich wünsche euch alle eine wunderbare Zeit und damit ihr euer Leben so lebt, wie ihr es euch vorstellt. Diesen Weg geht ganz klar über eure Gedanken, euer Unterbewusstsein, diese Kraft, die ihr habt, diese Schöpferkraft in euch zu nutzen. Mit der Unterstützung des Universums und des Lebens ist absolut genial und lebenswert. Rausgehen, machen, umsetzen. Genau das ist es. Herzlichen Dank. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Und nun Bob Dylan.